Danke, Herr Ministerpräsident. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Ihrem Vorsitzenden Willy van Ooyen das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist wahr, die Bundesrepublik Deutschland und auch unser Land Hessen stehen vor einer politischen Grundsatzentscheidung. Der Ministerpräsident hat von einer epochalen Entscheidung gesprochen. Ich meine, entweder es gelingt, die politische und soziale Erneuerung für mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit, oder es droht eine neoliberale oder nationalistische Radikalisierung. Das ist jedenfalls meine Konsequenz. Der Hinweis von Rosa Luxemburg vor 100 Jahren, die Alternative Sozialismus oder Barbarei zu erkennen, sollte uns anregen, über diese Grundsatzentscheidung nachzudenken. DIE LINKE will einen sozialen Aufbruch und eine entschlossene Friedenspolitik. Wir wissen und erfahren es täglich, Krieg und Militär lösen keine Probleme. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Das sagte selbst der Ministerpräsident letzte Woche beim Landkreistag. Die falschen politischen Weichenstellungen der Vergangenheit, für die in Deutschland CDU, CSU, SPD, FDP und GRÜNE die Verantwortung tragen, haben eine Entwicklung eingeleitet, die Demokratie, den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, die Idee eines geeinten Europa und die Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft zu zerstören droht. Wir brauchen einen sozialen Neubeginn, eine wirtschaftspolitische Wende und die Rückkehr zu einer Außenpolitik, die auf Frieden und Diplomatie setzt, statt auf Waffenexporte und militärische Interventionen. Die aktuelle Koalition hat kein Konzept, Hessens Zukunft zu gestalten. Obwohl der soziale Auftrag des Grundgesetzes und besonders unserer Hessischen Verfassung allen ein menschenwürdiges Leben garantiert, müssen in Deutschland immer mehr Menschen mit Niedriglöhnen und Armutsrenten auskommen. Wurden Investitionen in Bildungsausgaben sträflich vernachlässigt, der öffentliche Dienst kleingespart und immer mehr Aufgaben, die in öffentliche Verantwortung gehören, dem sogenannten freien Markt übertragen. Probleme wie der Mangel an Lehrkräften, Finanznot in den Städten und Gemeinden und das Fehlen bezahlbaren Wohnraums werden durch die große Zahl der Flüchtlinge verschärft, aber neu sind sie nicht. Seit Jahren schon driftet unsere Gesellschaft auseinander. Die Ungleichheit wächst, profitable Konzerne nutzen jede legale und halblegale Möglichkeit, die Löhne zu drücken und sich ihrer Verpflichtung für das Gemeinwohl zu entziehen. Windige Geschäfte, Manipulationen und offener Betrug werden von VW bis DFB offenbar als normale Geschäftspraktiken angesehen. Ein Land, in dem die Kinderarmut wächst, während der Reichtum erlaubt wird und den Reichen ihr Geld in Steueroasen zu bunkern, wird die aktuellen Herausforderungen nicht bewältigen. Statt einem Credo, von deutschem Boden darf kein Krieg ausgehen, festzuhalten, hat sich auch Deutschland an sogenannten Antiterrorkriegen beteiligt, die Hunderttausenden Zivilisten den Tod gebracht, Wut und Hass gesät und in der Konsequenz den internationalen Terrorismus nicht geschwächt, sondern gestärkt haben. Deutschland schickt Waffen in alle Welt und Soldaten dazu und unterstützt die Regime-Change-Politik der NATO und der USA, die mitverantwortlich dafür ist, dass Millionen Menschen ihre Heimat verloren haben und dass eine der größten Flüchtlingsbewegungen der jüngeren Geschichte ausgelöst wurde. Statt fairer Handelsabkommen zur weltweiten Stärkung von Verbraucherschutz und Mitbestimmung werden armen Ländern Freihandelsabkommen diktiert, die ihre lokale Industrie und Landwirtschaft zerstören und die Armut extrem vergrößern. TTIP und CETA, aber auch TISA, wir haben ja dazu hier eine Anhörung in diesem Raum durchgeführt, würden die Demokratie zugunsten von Profitinteressen ganz beerdigen.
Trotz aller Missstände ist Deutschland und besonders Hessen im weltweiten Vergleich ein reiches und wirtschaftlich starkes Land. Zu uns kommen Hunderttausende, die vor Krieg, Hunger und Elend flüchten. Viele, oft ehrenamtliche aktive Helferinnen und Helfer, heißen sie willkommen. In den Ländern, Landkreisen und Kommunen wird eine großartige Arbeit geleistet. Darauf haben die Vorredner schon hingewiesen. Oft bis zur Erschöpfung. Flüchtlinge und Asylsuchende stoßen jedoch auf Vorbehalte, auf nicht zu tolerierenden Hass und Gewalt. Sie, die Flüchtlinge, sind aber nicht die Schuldigen an der hiesigen sozialen und gesellschaftlichen Misere. Wir wenden uns entschieden dagegen, die Schwächsten gegen die Schwachen auszuspielen. Gerade deshalb muss verhindert werden, dass die Flüchtlingskrise für eine neue Welle von Sozialabbau und Lohndumping missbraucht wird. Auf keinen Fall dürfen jetzt diejenigen noch mehr Aufwind erhalten, die die barbarischen Terroranschläge von Paris instrumentalisieren, um ihre Hetze gegen Flüchtlinge voranzutreiben. Die Menschen, die zu uns kommen, fliehen selbst vor Terror, Krieg und Gewalt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie jetzt unter Generalverdacht gestellt werden. Für die mit der mittlerweile alltäglichen Migration verbundenen Probleme müssen solche Lösungen gefunden werden, die Freizügigkeit als Recht voraussetzen. Dafür ist es notwendig, den Ansatz zu ändern, in dem Sinne, dass das Problem Migration dem Recht auf Freizügigkeit Platz macht. Kein Mensch hat den Ort, an dem er geboren wird, ausgesucht oder sucht diesen aus. Jeder Mensch hat Anspruch darauf, den Ort, an dem er leben, besser leben oder nicht sterben möchte, frei zu wählen. Dies ist verbrieftes Menschenrecht und wird in der Charta von Palermo von vielen verantwortlichen Politikern eingefordert. Wir haben gesehen in Palermo, wie der Bürgermeister Leo Luca Orlando für die gestrandeten Menschen an der sizilianischen Küste, es sind über 23.000, jedenfalls Inschriften im Gedenken an diese Menschen angebracht hat. Und für diese Menschen wird nirgendwo in Europa eine Trauerkundgebung stattfinden. Desgleichen muss auch jede rechtliche, verwaltungsrechtliche, organisatorische Maßnahme und jedes sonstige Verfahren von der Voraussetzung ausgehen, dass das Menschenrecht auf Freizügigkeit allen Personen zuerkannt wird. Denn kein Mensch ist illegal, nirgendwo. Die Geschichte ist voll von ungesetzlichen Gesetzmäßigkeiten. Ich nenne nur die Todesstrafe, die weiterhin in zahlreichen Ländern gilt, die dennoch für sich beanspruchen, sich als zivilisiert und demokratisch zu bezeichnen. Oder die Folterpraxis, die immer noch als Verhörmethode gebilligt wird. Oder die Sklaverei, die auf Gesetzen beruht, die es ermöglichen, sich zu bereichern, indem man menschliche Wesen kauft und verkauft. Ich will die Notstandsgesetzgebungen anklagen, die den Wert der Sicherheit derart verabsolutieren, dass der Respekt vor den Menschenrechten pervertiert wird. Die Logik und die Politik des Notstandes, die jetzt bereits seit Jahrzehnten besteht und gegen die wir in den 60er Jahren auf die Straße gegangen sind, muss aufgegeben werden. Die Freizügigkeit des Menschen ist ein Menschenrecht und darf nicht durch Sicherheitsfragen eingeschränkt werden. Der Zugang von Migranten zu den individuellen Grundrechten, angefangen bei den Aufenthalts- und Bewegungsrechten, ist unausweichlich. Mit Maßnahmen auf vielen Ebenen, nicht nur auf der europäischen oder nationalen, sondern auch in Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen, muss dies durchgesetzt werden, um das friedliche Zusammenleben und die Wertschätzung unterschiedlicher Kulturen im Sinne einer Bereicherung für alle zu erfahren. Die Entwicklung hier und in Europa steht auf der Kippe. Die Frage lautet, schlagen wir einen national-egoistischen, einen Weg der Abschottung ein oder nehmen wir die soziale Wende in ganz Europa in Angriff? Ich glaube, dass der erste Weg nicht nur falsch ist, er ist angesichts des Standes der europäischen Integration auch unpraktikabel.
Die Errichtung weiterer Zäune und Grenzbefestigungen in vielen Teilen Europas ist ein Irrwitz. Aber es gibt nicht nur den Aufschwung von Ausgrenzungen und Abschottung. Es gibt auch den Anstieg faschistischer und rechtspopulistischer Parteien in Europa, sicherlich. Andererseits gibt es aber auch einen Anstieg der Linken. Wenn wir bei uns die Kräfteverhältnisse verschieben, so wie das auch in Griechenland und vielleicht in Portugal ein Stück weit gelang, dann ist das ein weiteres Signal für ein anderes, für ein solidarisches Europa. Die Flüchtlinge sind nicht daran schuld, dass CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne die hiesige Gesellschaft sozial gespalten haben. Sie sind nur dem Einsatz ihres Lebens vor Krieg, Verfolgung und Elend geflüchtet. Die LINKE setzt auf grundlegende Reformen der Asyl- und Aufenthaltsrechtgebung. Dieses soll den Flüchtlingen schnelle Sicherheit über ihren Aufenthaltsstatus schaffen und sie von Beginn an gezielt unterstützen. Statt Flüchtlingen Arbeitsverbote zu erteilen, muss ihre Integration in den Arbeitsmarkt gefördert werden, müssen sprachliche und bürokratische Barrieren abgebaut werden. Der Übergang von der Migration als Problem zur Freizügigkeit als Menschenrecht muss von uns organisiert werden. Dazu will ich aus den Erfahrungen der Reise, Sie wissen, Reisen bildet, nach Tunesien und Palermo berichten. Ich habe in Palermo den Bürgermeister Leo Luca Orlando kennengelernt, der mit der Charta von Palermo für die Freizügigkeit der Menschen plädiert. Wir waren erstaunt, wie es in Palermo, sicherlich keine reiche Stadt, gelingt, die Integration von Geflüchteten aus aller Welt zu organisieren. Leo Luca Orlando berichtete von seinem Kampf gegen die Mafia. Die jährlichen Mordraten durch die Cosa Nostra sind in Palermo von 250 auf null gesunken. Der Mafia hat die Stadt, die Wohnungen, die Infrastruktur, alle Bereiche der Daseinsvorsorge wie Wasser, Strom, öffentlicher Nahverkehr und Bildung abgenommen und in eigener kommunaler Verwaltung übernommen. Vom Kampf gegen die Mafia kann man lernen. In diesem Sinne muss Hessen seinen Beitrag leisten, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, aller Menschen und überall. Wir wollen mit allen zusammenarbeiten, denen Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden am Herzen liegt, die gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufstehen, wie am letzten Wochenende in Weinheim gegen die NPD und in Mainz gegen die AfD. Denn Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Sicher, die Aufgaben sind nicht von heute auf morgen zu bewältigen. Aber heute muss damit begonnen werden. Wir als linke Fraktion halten es für erforderlich, folgende Maßnahmen sofort zu ergreifen. Wir fordern, ein Landeszukunftsprogramm aufzulegen, mit dem Bildung, Gesundheit, Pflege und andere soziale Dienstleistungen sowie öffentliche Infrastruktur für alle ausgebaut, Arbeitsplätze geschaffen und die Kommunen finanziell unterstützt werden. Das 500-Millionen-Programm der Landesregierung, von dem wir immer noch nicht genau wissen, wie es konkret im Haushalt erscheint, kann da nur ein Anfang sein. Der Staat muss wieder handlungsfähig werden. Es muss zusätzlich mehr Geld für Personal in der Arbeitsvermittlung und Leistungsgewährung zur Verfügung gestellt werden. Ab sofort müssen in Hessen jährlich 10.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Dafür müssen wir mindestens 430 Millionen € einstellen, und dies nicht nur als Kredit. Das Kooperationsverbot in der Bildungspolitik ist aufzuheben, damit auch der Bund direkt in die schulische Bildung sowie in die Ausbildung von Lehrenden und Erziehenden investieren und gemeinsam mit den Ländern die Substanz des Bildungssystems erhalten und verbessern kann. Die Vermögensteuer muss wieder eingeführt werden. Kapitalerträge sind höher zu besteuern, und die Erbschaftssteuer muss reformiert werden. Die Flüchtlingsaufnahme sollte so organisiert werden, um einheitliche Standards und Verfahren durchzusetzen, wie sie die Liga der Wohlfahrtsverbände vorgeschlagen hat. Kernelement muss die Übernahme aller Unterbringungs- und Versorgungskosten für die Dauer des Asylverfahrens und für eine Übergangszeit nach seiner Anerkennung sein. Wir brauchen effektive Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren, um die Integration von Beginn an zu gewähren, statt Flüchtlinge zu entrechten und auf Abschreckung zu setzen. Asylsuchenden muss der schnelle Zugang zu Sprachkursen ermöglicht werden. Dabei sollten beispielsweise die Vorschläge des Hessischen Volkshochschulverbandes berücksichtigt werden.
und Schritte zur frühzeitigen und gezielten Eingliederung in Arbeit organisiert werden. Es geschieht Beachtliches. Menschen innerhalb und außerhalb Europas machen sich zu Tausenden auf den Weg, um Grenzen zu überwinden, um die Festung Europa infrage zu stellen. Sie alle eint die Hoffnung auf ein besseres Leben in Würde. Gleichzeitig leisten viele Menschen hier den Flüchtlingen direkte Hilfe und Unterstützung. Ich will das Beispiel Frankfurt nennen. In Frankfurt entstand die Gruppe Welcome Frankfurt, die die Solidaritätsarbeit und die Versammlung mit den Geflüchteten koordiniert, um gemeinsam politische Forderungen zu artikulieren. Ebenso setzt sie sich in Frankfurt bereits seit einem Jahr mit der Initiative Project Shelter für ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum ein, um sowohl einen offenen Anlaufpunkt als auch einen ständigen Raum der Begegnung zu schaffen, und zwar für alle Menschen, die in Frankfurt ankommen und hier leben wollen. Auch das ehrenamtliche Bildungsprojekt Teachers on the Road mit seinen Sprachkursen ist Teil dieser spontanen und organisierten Solidarität. Unzählige weitere Geschichten ließen sich problemlos anreihen. Geschichten von Menschen, die Bildungsarbeit zu Flucht und Asyl anbieten, die sich gegen Abschiebung engagieren oder die sich aktiv gegen rechte Hetze zur Wehr setzen. Geschichte des Alltäglichen und Beispiele, die oftmals in einem kleinen Rahmen erfolgen, doch klein sind sie nicht, weil sie vermeintlich unwichtig wären, sondern weil sie sich selbstverständlich und damit unsichtbar für die Öffentlichkeit verstanden und gelebt werden. Trotz alledem bleibt noch einiges zu tun. Wir dürfen uns nicht an die prekären Unterbringungen für Flüchtlinge in den Sammelunterkünften gewöhnen. Turnhallen bleiben belegt, oftmals gar überfüllt, obwohl es in Frankfurt Millionen Quadratmeter leere Büroflächen und über 40.000 verfügbare Hotelbetten gibt. Zeitgleich ist Frankfurt ein globales Drehkreuz. Mit Klagen über die angebliche Überlastung zielt die Politik auf eine verstärkte Abschottung nach außen und eine Spaltung der engagierten Bevölkerungsteile. Die Asylrechtsverschärfung wird im Eiltempo umgesetzt. Im Namen der Sicherung der Außengrenzen werden billigend Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen. Neue kommunale Sparpakete sind bereits geplant, um die Armen mit den Ärmsten in Konkurrenz zu setzen. Die dramatische Zunahme von Brandanschlägen gegen Asylunterkünfte, Angriffe auf Politikerinnen, auch bei unserem Büro in Offenbach in den letzten Tagen sichtbar, und der Zuwachs von AfD, Pegida und Co. markieren eine bedrohliche Verschiebung des Rassismus in unserem Land. Rassismus wird als Angst verschleiert. Wir müssen mutig unser Land sozial modernisieren und ausbauen, damit es endlich wieder handlungsfähig wird. Wohnungsbau, Bildung, Rente, Sozialsysteme, ÖPNV, Infrastruktur, Integration. Alle Versäumnisse der vergangenen Jahre drängen jetzt angesichts der Geflüchteten im Land umso mehr. Ein Einwanderungsland kann sich erst recht keinen kaputten Staat leisten. Auch im kommenden Jahr werden die Beamtinnen und Beamten in Hessen länger arbeiten als in allen anderen Bundesländern. Die Reduzierung der Arbeitszeit geht hier nur sehr, sehr langsam voran. Im Übrigen passt eine Reduzierung der Arbeitszeit bei den Beamtinnen und Beamten nicht mit einem Stellenabbau im öffentlichen Dienst zusammen. Entweder sinkt die Arbeitsbelastung für die Einzelnen, indem man mehr Stellen schafft, dann kann man auch die Arbeitszeit reduzieren. Oder die Arbeitsbelastung steigt, weil man Stellen streicht, um Ausgaben zu kürzen. Dann macht man sich das in der Arbeitsverdichtung in Überstunden und höheren Krankenständen natürlich deutlich. Allein im aktuellen Haushalt werden zusätzlich 350 Stellen gestrichen. Ich beziehe mich auf den schriftlich vorgelegten Haushalt, den wir hier zu interpretieren haben. Bei den anderen Stellen sind die ja noch gar nicht, was das 500-Millionen-Programm verdeutlicht, in die Haushaltspositionen eingeflossen. Der Sozialabbau geht mit Schwarz-Grün in unverminderter Härte weiter. Der Politikwechsel, für den die GRÜNEN angetreten sind, findet nicht statt. Statt Hessen zu verändern, verändern sich die GRÜNEN. Das Beispiel der Personalaufstockung im Verfassungsschutz einer völlig unnötigen Behörde zeugt davon. Beim Personalabbau im öffentlichen Dienst ist besonders ein Bereich betroffen, der dann doch überrascht. Immerhin wird uns hier ja immer wieder der Eindruck vermittelt,
es gehe bei den Kürzungen im öffentlichen Dienst darum, Kosten zu sparen und die Schulden, die wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen, nicht in untragbare Höhe zu treiben. Aber was hier tatsächlich passiert, ist nicht im Sinne junger Menschen, ganz im Gegenteil. Nach dem aktuellen Entwurf reduziert die Landesregierung die Zahl der Ausbildungsstellen um 138. Das ist fast 8% aller Stellen für Auszubildende. Das ist die Folge der Schuldenbremse. Die nachfolgenden Generationen bekommen keine Ausbildungsstellen mehr im öffentlichen Dienst. Diese Art Generationengerechtigkeit lehnen wir entschieden ab. Wir brauchen mehr Ausbildungsstellen auch im öffentlichen Dienst. Allein um die Überalterung des Personalbestandes zu verhindern, aber auch und vor allem um jungen Menschen eine Chance zu geben, auf sicheren, gut bezahlten Arbeitsplätzen sinnvolle Arbeit für unsere Gesellschaft zu leisten. Doch mit der Streichung von Stellen ist es noch nicht genug. Darüber hinaus müssen die Beamtinnen und Beamten in Hessen weitere Sonderopfer bringen. So werden sie mittlerweile vollständig von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt. Nach einer Nullrunde im laufenden Jahr wird es auch im nächsten Jahr keine Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für Beamtinnen und Beamten geben. Wieder werden die Beamtinnen und Beamten also schlechter gestellt als die Angestellten. Man darf gespannt sein, ob diese Entscheidung einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten wird. Der Blick nach Nordrhein-Westfalen dürfte da gewisse Hinweise geben. Die Beamtinnen und Beamten in Hessen erfahren unter dieser Landesregierung am eigenen Leib, was der Fetisch der schwarzen Null bedeutet. Die Schuldenbremse heißt weniger Realeinkommen, weniger Beschäftigte und höhere Arbeitsbelastungen im öffentlichen Dienst. Noch frappierender ist die Situation aber bei den Investitionen. Hier zeigt sich, wie irre der Plan ist, die Einnahmen und Ausgaben des Landes ohne zusätzliche Einnahmen aus einer Vermögensteuer ausgleichen zu wollen. So sieht diese Landesregierung eine Reduzierung der Ausgaben für die Investitionen bis ins Jahr 2019 vor, die wirklich bemerkenswerte Ausmaße hat. Im Vergleich zu 2013 wollen Sie 2019 satte 22% weniger investieren als damals. Angesichts einer zunehmenden verrotteten Infrastruktur kann man dabei nur Angst und Bange erzeugen. Wie das Land aussehen soll, das die Apologeten der schwarzen Null unseren Kindern und Enkeln hinterlassen wollen, daran ändert auch das Kommunale Investitionsprogramm wenig. In unserem Land wird die Infrastruktur auf Verschleiß gefahren. Wo heute nur der Putz bröckelt, da krachen morgen schon die Balken. Und weil da immer so das lustig klingt, habe ich mal ein Bild mitgebracht. Denn in der vergangenen Woche hat der Haushaltsausschuss mal wieder über den Verkauf eines Gebäudes entschieden. Und üblicherweise bekommen wir als Abgeordnete dann immer ein Exposé zugestellt mit dem jeweiligen Objekt. Was wir hier aber gesehen haben, das hat mir wirklich die Sprache verschlagen. Das ist dieses Bild, das uns dort gezeigt wurde. Dieses Gebäude hier in Wiesbaden wurde noch bis letztes Jahr genutzt. Diese Bruchbude hat nicht jahrzehntelang leer gestanden. Nein, dieses Gebäude, an dem nicht nur der Putz bröckelt, sondern an dem mittlerweile Sanierungsmaßnahmen getroffen wurden, damit hier nicht größere Teile auf die Straße fallen, wurde genutzt und vom Land verfallen gelassen. Statt hier den Wertverfall durch regelmäßige Instandhaltung, sprich Investitionen, zu verhindern, stehen wir nun vor einer Bauruine, deren Verkauf uns aus der Landesregierung als alternativlos hingestellt wird, weil die jetzt notwendigen Investitionen zu hoch seien. Das sind die Folgen der Schuldenbremse, der Verfall und anschließende Ausverkauf öffentlichen Eigentums, damit private Investoren dann ein gutes Geschäft machen können. Und so wie dieses Haus aussieht, wird es, wenn wir nicht endlich wieder anfangen, an vielen Stellen zu investieren, in diesem Land dann aussehen. Meine Damen und Herren, Arbeit ist der Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Arbeitslosigkeit in der Regel mit Armut und Ausgrenzung verbunden. Auch wenn derzeit Fragen der Unterbringung der Flüchtlinge sowie der Bekämpfung von Fluchtursachen im Vordergrund stehen, müssen wir die Weichen für eine gleichberechtigte Teilnahme am Erwerbsleben für Flüchtlinge jetzt auch stellen. Denn nichts ist zynischer,
als die Integration von Menschen einzufordern, denen man gleichzeitig den Zugang zu Arbeits- und Ausbildungsplätzen verweigert. Wir als LINKE setzen uns für eine Wende in der Arbeitsmarktpolitik mit dem Interesse aller Erwerbslosen ein. Die Mittel für die Arbeitsförderung sowie die für Sprach- und Integrationskurse müssen deutlich aufgestockt werden. Nötig ist daher als ersten Schritt ein sofortiges Investitionsprogramm, mit dem sozialen Dienstleistungen öffentliche Infrastruktur für alle ausgebaut wird. Arbeitsplätze müssen geschaffen werden und die Kommunen finanziell unterstützt werden. Das wäre ein wirkliches Konjunkturprogramm für Hessen. Mittelfristig ist ein vielfach größeres Zukunftsinvestitionsprogramm nötig, das maßgeblich über die Wiedereinführung einer Vermögensteuer zu finanzieren ist. Allein die in Deutschland ansässigen Millionäre besitzen ein Vermögen von gut 2,5 Billionen €. Die 10 reichsten Familien kassieren zusammen Dividende in Höhe von 2,4 Milliarden € im Jahr. Den Luxus, dieses Vermögen nicht angemessen zu besteuern, können wir uns nicht länger leisten. Nur mit einer umfassenden sozial- und wirtschaftspolitischen Wende für alle hier lebenden Menschen kann die gesellschaftliche Teilnahme und Mitgestaltung an der Wertschöpfung garantiert werden. Die Verarmenden und Armen ziehen sich immer mehr zurück, schon deshalb, weil die Teilhabe am öffentlichen gesellschaftlichen Leben ja auch Geld kostet. Sie steigen auch nicht auf die Barrikaden, weil sie ganz andere Sorgen haben, etwa die, wie sie am 20. des Monats noch etwas Warmes auf den Tisch kriegen. Die soziale Spaltung vertieft sich zusehends, und wir kommen in einen Teufelskreis, der uns, wenn wir nicht aufpassen, auch eine Brutalisierung unserer Gesellschaft bringen wird, mit mehr Drogensucht, Alkoholismus, Kriminalität auf den Straßen und vielem anderen mehr. Während sich das private Nettovermögen allein 2007 und 2012 um 1,4 Billionen € erhöht, ist das Nettovermögen des Staates in den letzten beiden Jahrzehnten um mehr als 800 Milliarden € gesunken. Entsprechend sind die Auswirkungen. Es wird verkündet, man müsse den Gürtel enger schnallen. Wie gesagt, nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Dieser Haushalt, wie er heute zur Beratung vorliegt, ist kein Signal für eine gerechte Politik. Ich hoffe, die Geflüchteten helfen uns, einen wirklichen Politikwechsel zu einer sozial gerechten Gesellschaft einzuleiten. Der bisher vorliegende Haushalt ist eher ein Hindernis auf diesem Weg. Vielen Dank. Danke, Herr Van Ooyen. Meine Damen und Herren, nachrichtlich teile ich Ihnen mit, dass den Oppositionsfraktionen nach der Rede des Ministerpräsidenten 4 Minuten mehr Redezeit zugewachsen ist. Als nächstes erteile ich für Bündnis 90 die Grünen ihrem Fraktionsvorsitzenden Herrn Wagner das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist immer etwas undankbar nach den Ausflügen in den real existierenden demokratischen Sozialismus der Linken, das Wort zu ergreifen. Aber ich will es natürlich gerne tun und ein bisschen mehr auf die wirklichen Probleme in unserem Land eingehen. Das Thema Flüchtlinge überlagert in diesen Tagen alles. Die Flüchtlingskrise fordert uns, aber sie weitet auch unseren Blick, meine Damen und Herren. Sie weitet unseren Blick, weil sie uns hier im Hessischen Landtag klarmacht, dass es neben all den kleinen und großen Problemen, Aufgaben, Herausforderungen, Beschwernissen auf dieser Welt noch viel größere Herausforderungen gibt. Weil sie uns deutlich macht, dass es auf unserer Welt Menschen gibt, die in ihrer Heimat alles verloren haben, die in ihrer Heimat verfolgt werden, deren Leben bedroht ist und die zu uns kommen und Schutz hier suchen und eine neue Heimat hier suchen. Und dieser großen Herausforderung und diesen Menschen wollen wir hier in Hessen und wollen wir mit dem Landeshaushalt 2016 gerecht werden. Wir stellen uns mit dem Landeshaushalt und dem Aktionsplan
für die Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dieser großen Herausforderung. Und gleichzeitig vernachlässigen wir mit diesem Haushalt aber auch nicht all die anderen Probleme, die es in unserem Bundesland gibt und wo die Menschen zu Recht auch Antworten von uns erwarten. Diese Regierungskoalition gibt auf beides eine Antwort, auf die aktuellen Herausforderungen der Flüchtlingskrise, und gleichzeitig setzt sie konsequent das um, was wir uns für die Menschen in unserem Land vorgenommen haben in unserem Koalitionsvertrag. Es geht also nicht darum, die einen gegen die anderen auszuspielen, die neue Aufgabe zu bewältigen und die anderen Aufgaben hinten liegen zu lassen, sondern wir sagen, wir kümmern uns um alle. Wir kümmern uns um die Menschen, die schon in Hessen sind, und wir kümmern uns um die Menschen, die zu uns nach Hessen kommen und Hessinnen und Hessen werden wollen. Ich möchte beginnen mit dem Aktionsplan, den die Landesregierung vorgestellt hat. Weil in der aktuellen Debatte fragen sich viele Menschen und ist in der politischen Diskussion ja immer wieder zu hören, können wir das schaffen? Wie kann die Integration der Menschen gelingen? Und die vielgestellte Frage auch an die Frau Bundeskanzlerin ist, gibt es einen Plan? Und, meine Damen und Herren, wir hier in Hessen, wir geben auf all diese Fragen eine klare Antwort. Wir können es schaffen, wir wollen es schaffen, und wir haben einen klaren Plan, den Aktionsplan für die Integration von Flüchtlingen, meine Damen und Herren. Und wir geben noch eine klare Antwort an all diejenigen, die glauben, sie könnten auf dem Rücken der Flüchtlinge, auf dem Rücken der Menschen, die alles verloren haben, ihr braunes Süppchen kochen, ihre braune Ideologie verbreiten. Dafür ist hier kein Platz, und das macht dieser Hessische Landtag jedes Mal aufs Neue deutlich. Diese Rattenfänger haben keinen Platz in unserem Land, meine Damen und Herren. Und in dieser Debatte hat auch nichts zu suchen die pauschale Diffamierung einer Religion. Die Menschen, die zu uns kommen, sind gläubig oder sie sind es nicht. Sie sind Christen oder sie sind es nicht. Sie sind überwiegend Muslime, ja. Aber sie sind so wie wir alle, die wir glauben oder nicht glauben, nicht radikal. Sie sind keine Extremisten. Sie glauben an ihren Gott. Sie finden Halt in ihrer Religion. Und das sollten wir ernst nehmen. Und wir sollten gemeinsam mit den Menschen, die zu uns kommen, eine ganz klare Trennlinie ziehen zwischen Islam auf der einen Seite und Extremismus auf der anderen Seite und den Leuten, die den Islam pervertieren, die ihn für ihre Zwecke missbrauchen, sagen, ihr habt aber mal gar nichts mit dem Islam zu tun, ihr habt nichts mit Religion zu tun, sondern ihr seid einfach feige Barbaren und Mörder und Terroristen. Das ist die klare Grenzlinie, die wir ziehen, meine Damen und Herren. Mit dem Aktionsplan beschreiben wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, konsequent aus der Sicht der Flüchtlinge. Wir fragen, was brauchen diese Menschen, die zu uns kommen, die eine neue Heimat wollen? Wie können wir diese Menschen bei uns in Hessen integrieren? Und wir tun das, weil wir diesen Menschen helfen wollen, eine neue Perspektive geben wollen. Aber wir machen das auch, weil wir wissen, wie bedeutsam Integration für das Zusammenleben von allem in unserer Gesellschaft ist. Wir wollen eben nicht die Fehler mit der sogenannten Gastarbeitergeneration in den 60er und 70er Jahren wiederholen. Da kamen schon einmal sehr viele Menschen zu uns, die viel für unser Land geleistet haben. Aber wir haben eben damals nicht die Antwort gegeben, wie fördern wir den Spracherwerb dieser Menschen. Wie bekommen wir es hin, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie mitwirken? Und aus diesen Fehlern haben wir gelernt und haben diesen Aktionsplan vorgelegt. Und ich glaube, mit den Maßnahmen, die wir da beschrieben haben, können wir sehr selbstbewusst, wenn wir in 10 oder in 20 Jahren einmal zurückblicken, wie ist das damals gelungen mit der Integration? Dann werden wir sehr selbstbewusst sagen können, wir haben eine Antwort diesen Menschen gegeben, wie sie Bürgerinnen und Bürger Hessens werden können. Wir gehen systematisch alle Bereiche durch. Da, wo die Menschen ankommen bei uns in Hessen, in der Erstaufnahme, da wollen wir uns um sie kümmern, da wollen wir ihnen Angebote machen, Essen natürlich, Trinken, Unterkunft.
aber natürlich auch soziale und psychologische Betreuung, weil diese Menschen, die hierher kommen, die haben im wahrsten Sinne des Wortes ein Päckchen mit sich gebracht, die tausende Kilometer, die sie hierher geflohen sind. Wir wollen den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Erstaufnahmeeinrichtungen ein klares Signal geben und in den Kommunen: Wir sehen euch. Wir sehen euer Engagement. Wir danken euch für euer Engagement. Aber wir helfen euch auch, denn das Ehrenamt braucht immer auch das Hauptamt und braucht immer auch eine Unterstützung. Und deshalb fördern wir diese Strukturen, weil wir den Menschen Danke sagen, einmal in Worten, aber auch in Taten, indem wir sie mit Beträgen unterstützen für ihre wichtige Arbeit, die sie leisten. Wir unterstützen unsere Kommunen dann nach der Erstaufnahme, die dauerhafte Integration, die dauerhafte Unterbringung der Flüchtlinge tatsächlich hinzubekommen. Und damit diese Menschen hier eine Perspektive haben, damit sie sich zurechtfinden können, ist Sprache das A und O. Und auch hier der Aktionsplan hat einen systematischen Ansatz. Wir fangen schon in der Erstaufnahme an, die Flüchtlinge zu fördern, und wir machen dann konsequent weiter in unseren Kindertagesstätten, in der Schule, bei den Ausbildungsprogrammen. 40 Millionen € allein für den schulischen Spracherwerb, meine Damen und Herren, das kann sich wirklich sehen lassen. Wir wollen diese Aufgabe gut machen hier in Hessen. Und wir passen die Arbeitsmarktprogramme an. Ja, da sind auch andere in der Pflicht. Ja, sie sind auch vor allem in der Pflicht, die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Aber da, wo wir in Hessen helfen können, da, wo es Lücken in diesen Programmen gibt, dort, wo unsere bestehenden Programme noch ausgeweitet werden können, da werden wir auch das tun, damit die Menschen dann auch in den Arbeitsmarkt sich integrieren können. Sicherheit und Justiz. Natürlich, auch da müssen wir stärkere Anstrengungen unternehmen. Und da kann man es platt, wie DIE LINKE es machen, polemisieren dagegen, dass die Stellen im Verfassungsschutz aufgestockt werden. Ich frage Sie einmal, wer glaubten Sie denn, macht die Sicherheitsüberprüfung für die Menschen, die die Flüchtlingscamps bewachen? Platte Sprüche helfen wirklich niemand in dieser Debatte. Meine Damen und Herren, die Menschen, die zu uns kommen, fragen, wann haben wir ein festes Dach über dem Kopf? Und da müssen wir unsere Anstrengungen im Wohnungsbau ausweiten. Wir müssen sie nicht neu erfinden. Da gibt es sehr viele Ansätze, die wir schon haben. Aber wir weiten diese Programme noch einmal aus und können die Aussage machen, wir wollen 10.000 neue Wohnungen für 30.000 Menschen schaffen. Auch das ein riesiger Kraftakt, den wir hier von Hessen schultern. Und wir wollen uns auch um die Gesundheitsversorgung dieser Menschen kümmern. Einmal, indem wir die Gesundheitskarte Schritt für Schritt auf den Weg bringen müssen, damit der Zugang zum Arzt unbürokratischer wird, damit wir dieses komplizierte Verfahren, das wir derzeit haben, überwinden, aber auch in den Strukturen, die wir den Flüchtlingen anbinden. Viele Flüchtlinge haben auf dem Weg zu uns und haben in ihren Heimatländern viel Schlimmes erlebt. Einige sind traumatisiert, und wenn wir ihnen nicht helfen, werden sie aus dieser Traumatisierung nicht herausfinden. Und deshalb gehen wir mit unserem Aktionsplan genau auch in diese Strukturen, in die Institutionen in unserem Land mit mehr Geld, mit zusätzlichen Stellen, die sich um traumatisierte Flüchtlinge kümmern, die sich um allein geflohene Frauen kümmern, die sich um Opfer von sexueller Gewalt kümmern, weil wir wissen, diese Menschen brauchen unseren ganz besonderen Schutz und unsere ganz besondere Zuwendung. Über 2.000 Stellen für dieses Thema, insgesamt über 1 Milliarde € in diesem Bereich im Landeshaushalt 2016. Und es freut mich, das sei mir gestattet, ganz besonders, dass uns als Teil der Finanzierung dessen, was wir da machen, auch das Betreuungsgeld und die Mittel aus dem Betreuungsgeld zur Verfügung stellen. Horst Seehofer und die CSU tun sich in dieser Frage ja oft sehr unglücklich hervor, was die Flüchtlinge angeht.
Und dass uns jetzt ausgerechnet das Betreuungsgeld der CSU und die Umwandlung des Betreuungsgeldes der CSU hilft, diese Aufgabe zu bewältigen, das zeigt mir, es gibt Gerechtigkeit in der Politik. Meine Damen und Herren, als Vorsitzender der GRÜNEN im Hessischen Landtag bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir in Hessen ein solches Programm auf den Weg bringen. Weil es wird ja oft gefragt, wie arbeiten CDU und GRÜNEN ausgerechnet bei dem Thema Asyl und ausgerechnet bei dem Thema Flüchtlinge zusammen. Und ja, da gibt es auch Differenzen auf Bundesebene, die wir dann in den Asylkompromissen im Bundesrat auch aufzulösen haben, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD, die in der Großen Koalition Verantwortung tragen. Aber hier in Hessen zeigen wir, dass wir den Menschen, die hier sind, gerecht werden wollen, dass wir die Menschen unterstützen wollen und dass wir nicht parteipolitische Debatten auf dem Rücken dieser Menschen führen. Und deshalb bin ich sehr stolz und sehr froh, dass Hessen eines der Länder ist, was sich um diese Aufgabe bundesweit beispielhaft kümmert, meine Damen und Herren. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der SPD für die sehr konstruktiven Beratungen zu diesem Thema, die wir in den letzten Wochen geführt haben, und auch für die sehr sachliche und am Themen orientierte Debatte. Ich habe es schon gesagt, das Thema eignet sich nicht für den parteipolitischen Streit. Und da sind wir alle in der Verantwortung. Die Sozialdemokratie hier im Hessischen Landtag nimmt diese Verantwortung wahr, sehr im Gegensatz zu anderen Oppositionen in anderen Ländern. Ich führe das jetzt mal lieber nicht näher aus, aber ich brauche da nur nach Mainz zu schauen. Und so wie wir GRÜNEN auf Bundesebene, wo wir auch in der Opposition sind, auch diese Verantwortung wahrnehmen, nämlich wenn es darum geht, im Bundesrat und zwischen Bundesrat und Bundestag zu verhandeln, wie werden wir die Aufgabe gerecht. Ich glaube, dass die Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte bei diesem Thema ein Wert an sich ist, weil das Allerletzte, was die Menschen, die sich engagieren wollen, das Allerletzte, was wir auf die Hilfsbereitschaft der Menschen antworten sollten, ist der übliche kleinkarierte parteipolitische Streit. Meine Damen und Herren, ich hatte es gesagt, die Flüchtlingskrise weitet unseren Blick. Und deshalb möchte ich, bevor ich auf die anderen Bereiche des Landeshaushalts komme, ein bisschen grundsätzlicher herleiten, warum machen wir all die anderen Sachen im Landeshaushalt? Was leitet uns? Was sind unsere Werte? Und was ist unser Blick auf die Probleme in unserem Land, in Deutschland, aber auch in der Welt? Wir alle leben in der einen Welt. Das macht uns die Flüchtlingskrise klar. Wir merken, dass die Probleme in dieser einen Welt immer auch unsere Probleme sind. Und es wird sehr deutlich, dass wenn wir diese Probleme nicht lösen, dass sie dann zu Katastrophen und zu Krisen werden können. Und das gilt für die Flüchtlingskrise, und das erleben wir in der Flüchtlingskrise. Aber, meine Damen und Herren, das gilt auch für die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit. Das gilt für die Energiewende, für die Frage, wie organisieren wir die Energieversorgung in Hessen, in Deutschland, aber auch in der Welt. Das gilt für die große Herausforderung des Klimawandels. Wie schaffen wir es, unser Klima im Griff zu behalten, dafür zu sorgen, dass die Erde nicht zum Treibhaus wird? Denn wenn sie zum Treibhaus wird, dann werden noch viel mehr Menschen sich auf die Flucht begeben, weil sie in ihren Ländern nicht mehr leben können. Das gilt selbstverständlich für das Thema Landwirtschaft und wie produzieren wir national, aber auch in einem globalen Maßstab unsere Lebensmittel. Es gilt für die Art, wie wir wirtschaften, ob das wirklich dauerhaft so funktioniert, mehr Ressourcen zu verbrauchen, als dieser Planet zur Verfügung stellen kann. Und es gilt nicht zuletzt für die ungleiche Verteilung von Armut und Reichtum. Das alles sind globale Themen, das sind nationale Themen, aber es sind natürlich auch Themen, die uns hier in Hessen beschäftigen und worauf wir hier in Hessen unseren Beitrag der Antwort geben wollen. Wir müssen global denken, um lokal richtig zu handeln. Wir müssen die großen Zusammenhänge sehen, um dann hier in Hessen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und eben weil wir global denken und hier in Hessen lokal handeln wollen,
Deshalb wollen wir die Energiewende hier in Hessen auf den Weg bringen. Deshalb wollen wir eine dezentrale, umweltverträgliche Energieversorgung schaffen. Wir wollen unser Klima schonen und von Hessen aus unseren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Wir wollen unseren heimischen Bäuerinnen und Bäuern mit der Art, wie sie arbeiten, eine Perspektive geben und wollen, dass sie nicht Opfer der weltweiten Agrarindustrie werden. Wir wollen zeigen, dass Ökonomie und Ökologie eben kein Widerspruch ist, sondern dass wir sie zusammenführen können innerhalb dessen, was wir hier von Hessen aus bearbeiten können. Und wir wollen, dass es in unserem Land gerechter zugeht, dass alle Chancen haben und dass sich alle entfalten können. Das gilt für Hessen, aber auch in einem globalen Maßstab, meine Damen und Herren. Wir wollen unser Land verändern. Wir wissen aber auch, dass wir die Menschen mitnehmen müssen, dass wir die Menschen nicht überfordern dürfen bei diesem Projekt. Und deshalb gilt für Hessen und für die Regierungskoalition, dass Sicherheit und Veränderung zusammengehören, Verlässlichkeit und Perspektiven, Tradition und Moderne oder ganz kurz zusammengefasst Schwarz und Grün. Diese Begriffspaare passen zusammen, und das ist das, was die Arbeit dieser Koalition auszeichnet. Wir bauen auf das, was es gibt, aber wir wollen es auch nach vorne tragen und weiterentwickeln, meine Damen und Herren. Und das will ich Ihnen sehr konkret zeigen, weil im Gegensatz zu dem Gesinnungsvortrag des Kollegen Willi van Ooyen belassen wir es ja nicht bei der Beschreibung, wie die Welt sein sollte, sondern wir beschreiben auch, wie wir zu dieser Welt, die wir haben wollen, auch tatsächlich hinkommen. Und deshalb ist meine erste Feststellung, meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt nimmt die Energiewende in Hessen Fahrt auf. Wir kommen in Hessen endlich mit dieser Energiewende voran. 110 neue Windräder seit Amtsantritt dieser Koalition, 470 Windräder im Genehmigungsverfahren. Und wir arbeiten intensiv daran, dass wir in den Regionalplänen die Vorrangflächen für die Windkraft tatsächlich ausweiten. Und wir erleben allen Unkenrufen der FDP zum Trotz eine riesige Unterstützung der Bevölkerung bei diesem Projekt. 82% der Hessinnen und Hessen sagen, sie wollen die Energiewende. 71% der Menschen sagen, für die Energiewende finden wir es auch in der Ordnung, wenn in der Nachbarschaft ein Windrad steht. Und jetzt vielleicht der bemerkenswerteste Wert. Und jetzt vielleicht der bemerkenswerteste Wert: Von denjenigen, die schon ein Windrad in der Nachbarschaft haben, sagen sogar 75%, dass sie das für die Energiewende in Ordnung finden, meine Damen und Herren. Wir belassen es nicht bei den erneuerbaren Energien, sondern wir bringen auch ein Programm auf den Weg zur Förderung der Energieeffizienz. Denn das Beste ist natürlich der Strom, der gar nicht erst verbraucht wird. Und deshalb setzen wir auch da an mit einem konsequenten Förderprogramm, das kleine und mittlere Unternehmen fördert, was aber auch unsere Kommunen dabei unterstützt, ihre Energieeffizienzpotenziale, die sie haben, tatsächlich zu heben. Zweitens, meine Damen und Herren, Hessen wird grüner. Und das zeigt niemand besser als die grüne Umweltministerin. Mit der grünen Umweltministerin haben Umwelt, Natur und Klimaschutz eine neue Bedeutung in Hessen bekommen. Und dass da der Kollege Rentsch dazwischenruft, zeigt, wir sind genau auf dem richtigen Weg, weil Herr Kollege Rentsch wenn es Ihnen wehtut, wird Hessen grüner, und genau das wollen wir, dass Hessen grüner wird. Und gerade gestern sind wir wieder einen guten Schritt weitergekommen. Das Kabinett hat gestern die Klimaschutzziele für Hessen vereinbart, wo wir gesagt haben, nicht nur das abstrakte Ziel, dass wir bis 2050 klimaneutral sein wollen in Hessen, sondern eben auch konkrete Schritte für die Jahre 2020 und 2025. Daran werden wir arbeiten und das weiter fortsetzen. Aber wir wissen auch, Umweltpolitik ist nicht nur Klimaschutzpolitik, sondern wir kümmern uns auch um den Wald. Wir haben das Bannwaldgesetz auf den Weg gebracht. Wir zertifizieren Schritt für Schritt den Staatsforst nach den FSC-Regeln. Und wir haben jetzt im Landeshaushalt ein weiteres Programm auf den Weg gebracht,
um auch die Waldbestände im Hessischen Ried zu sanieren. Auch das alles gehört dazu, wenn Hessen grüner wird. Und es gehört auch dazu, dass wir uns um den Tierschutz kümmern. Deshalb gibt es jetzt die Tierschutzstiftung, die wir mit dem Landeshaushalt auf den Weg bringen. Deshalb gibt es jetzt zwei Tierschutzprofessuren an hessischen Hochschulen. Und deshalb haben wir auch das sogenannte 3R-Prinzip, also den vorsichtigen Umgang mit Tierversuchen in Forschung und Lehre, im Hochschulgesetz verankert. Alles ganz konkrete Maßnahmen, wie Hessen grüner wird, meine Damen und Herren. Drittens. Die Agrarwende wird in Hessen mit und für die Bäuerinnen und Bäuer gemacht. Uns ist es hier in Hessen gelungen, dass wir nicht den Streit fortsetzen zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft, sondern dass sich beide gemeinsam auf den Zukunftspakt für die Landwirtschaft geeinigt haben. Wir bringen einen Ökoaktionsplan auf den Weg, und dieser Ökoaktionsplan trägt Früchte, meine Damen und Herren. 180 neue Biobauernhöfe, ein Marktstrukturförderprogramm jetzt mit auf den Weg gebracht, wo wir uns um die Vermarktung regionaler Produkte kümmern, damit die Landwirtschaft in Hessen Zukunft hat, damit Bäuerinnen und Bäuer für ihre Arbeit auch tatsächlich einen fairen Preis für ihre Produkte bekommen. Und ganz wichtig, Hessen bleibt dabei gentechnikfrei, meine Damen und Herren. Und wenn wir über Integration und Zusammenhalt reden, dann müssen wir über Gerechtigkeit reden. Deshalb ist meine vierte Feststellung, was diesen Landeshaushalt auszeichnet, Hessen wird gerechter. 70 Millionen Euro garantiertes Sozialbudget jedes Jahr bis zum Ende der Legislaturperiode. 70 Millionen, um sich um die Menschen in unserem Land zu kümmern, denen es nicht so gut geht. 70 Millionen für die Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, die Schutz und Unterstützung brauchen, um selbst wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ich glaube, sehr gut investiertes Geld. Im Bereich Wohnen habe ich es schon angesprochen. Da haben wir ja nicht begonnen jetzt mit dem Flüchtlingsthema. Und wir wollen auch nicht nur Wohnraum für Flüchtlinge schaffen, sondern für alle. Und das wird begleitet neben den Investitionen in den Wohnungsbau auch von weiteren Maßnahmen. Das Wohnraumförderungsgesetz ist geändert, die Mietpreisbremse ist umgesetzt, und wir werden in diesem Plenum die Fehlbelegungsabgabe auf den Weg bringen. Hessen wird gerechter, heißt aber auch eine bessere Förderung und Unterstützung von Frauen, auch und gerade in der öffentlichen Verwaltung. Und deshalb werden wir in diesem Plenum das neue Gleichberechtigungsgesetz beraten, mit dem die Frauenbeauftragten in der öffentlichen Verwaltung erstmals ein Organklagerecht bekommen und mit diesem Instrument wirkungsvoll tatsächlich dafür sorgen, dass Frauen ihren Platz in der öffentlichen Verwaltung haben, der ihnen schon lange zusteht, meine Damen und Herren. Und Hessen wird gerechter bedeutet auch einen konsequenten Einsatz gegen Diskriminierung und einen Einsatz für Integration. Mit einem eigenen Staatssekretär und Beauftragten der Landesregierung setzen wir all die Programme um, das Wir-Programm, mit dem wir uns in den Kommunen um die Integration kümmern, die Integrationskonferenz und daraus entstehend den Integrationsplan für Hessen, die Antidiskriminierungsstelle, die in diesem Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat und im nächsten Jahr mit einer weiteren Stelle ihre Arbeit ausweiten kann, und den Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, weil Diskriminierung in Hessen keinen Platz hat, meine Damen und Herren. Und wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann müssen wir über Bildung reden. Deshalb ist meine fünfte Feststellung, was diesen Landeshaushalt auszeichnet, Bildung hat in Hessen Priorität, und zwar in der Kita, in der Schule, in der Hochschule. Wir wissen, es ist die entscheidende Gerechtigkeitsfrage, wie junge Menschen in unserem Land ausgebildet werden. Es ist entscheidend, wo die jungen Menschen herkommen, was ihre soziale Herkunft ist, oder ist entscheidend, was diese Menschen können. Und deshalb müssen wir daran arbeiten, dass entscheidend ist, was die jungen Menschen können und nicht mehr, wo sie herkommen. Und deshalb bringen wir in der Schule zahlreiche und gute Veränderungen auf den Weg. Wir bauen den Pakt für den Nachmittag aus, damit im Grundschulalter
Zeit für frühe Förderung besteht. Wir verdoppeln die Lehrerzuweisung nach Sozialindex. Eine Maßnahme gerade vor dem Hintergrund, was jetzt an Flüchtlingsintegration zu leisten ist, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Wir wollen Inklusion umsetzen in unserem Land, damit alle Schülerinnen und Schüler, egal ob sie eine Behinderung oder nicht haben, gemeinsam in die Schule gehen können und nicht mehr auf Förderschulen gehen müssen, wenn ihre Eltern das nicht ausdrücklich wollen. Und wir kümmern uns schon lange an unseren Schulen um die Deutschförderung und bauen diese Anstrengungen noch einmal aus. Wir haben vor dem Aktionsplan, meine Damen und Herren, vor dem Aktionsplan fast 1.000 Stellen in genau diese vier Bereiche bewegt, in die Inklusion, in die Deutschförderung, in die Lehrerzuweisung nach Sozialindex, in den Pakt für den Nachmittag, weil wir wissen, diese 1.000 Stellen sind gut angelegtes Geld für mehr Gerechtigkeit. Deshalb haben wir das gemacht, und wir legen jetzt noch einmal nach, indem wir allein für den Bereich der Deutschförderung noch einmal bis zu 800 zusätzliche Stellen nachlegen. In Hessen hat Bildung Priorität. Und wir machen weiter in den Hochschulen. Wir haben mit den Hochschulen einen Hochschulpakt geschlossen, den alle Präsidenten gut finden. Alle, die sich in der Materie auskennen, wissen, es war nicht immer so. Und mit diesem Hochschulpakt bekommen die Hochschulen bis zum Jahre 2020 insgesamt 9 Milliarden Euro. 9 Milliarden Euro für die 13 Hochschulen in unserem Land und die klare Garantie, dass wir die Budgets der Hochschulen steigern um 1% über der Inflation. Das ist der Wunsch des Wissenschaftsbetriebes, und wir sind das einzige Land in ganz Deutschland, das diesem Wunsch nachkommt. Bildung hat nämlich bei uns in Hessen Priorität, meine Damen und Herren. Die Forschungsinitiative Löwe wird fortgesetzt, das Hochschulbauprogramm Heureka bis zum Jahr 2025 fortgesetzt und die Finanzierung garantiert. Und wenn man sehen will, was das auslöst, dann kann man exemplarisch nach Offenbach und nach Frankfurt schauen, wo wir mit den Neubauten für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und für die Hochschule für Gestaltung jetzt einen echten Raum schaffen für eine Stadtentwicklung, diesen beiden Hochschulen eine ganz neue Qualität geben. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, was wir mit Heureka in den nächsten Jahren auf den Weg bringen. Der sechste Schwerpunkt in diesem Haushalt, die Weichen für die Verkehrswende, sind in Hessen gestellt. Es gibt 90 Millionen Euro für den Straßenbau, weil Herr Kollege Rentsch gerade so guckt, so viel wie in dem letzten Jahr, wo Sie aufgehört haben, auch wenn Sie das immer bestreiten. Aber wir machen eine klare Schwerpunktsetzung und sagen, Sanierung geht vor Neubau. Wir hören auf damit, immer neue Prestigeprojekte zu bauen und die bestehende Infrastruktur zu vernachlässigen. Diesen Ansatz haben wir konsequent hier in Hessen umgesetzt. Und wir haben eine langjährige Sanierungsoffensive auf den Weg gebracht, weil wir uns eben um die Infrastruktur kümmern, weil wir hier die Infrastruktur in einen ordentlichen Zustand versetzen wollen. Wir kümmern uns um das Thema Flughafen, und da möchte ich an einer Stelle andere sprechen lassen. Der Vorsitzende der Fluglärmkommission, Thomas Jühe, wird in der Frankfurter Rundschau vom 23. November zitiert mit den Worten: „Ich bin froh, dass ich einen Minister habe, der an meiner Seite kämpft." Genau so ist es, meine Damen und Herren. Wir haben auch die anderen Verkehrsträger im Blick, weil Herr Rentsch gerade wieder guckt. Auch das ist ein deutlicher Unterschied zu Ihrer Amtszeit. Wir kümmern uns, dass die Planungen bei der Nordmainischen S-Bahn, bei der Regionaltangente West tatsächlich vorankommen. Mit uns fährt die Kurhessenbahn in Nordhessen, weil wir eben Verkehrspolitik nicht nur aus der Perspektive der Windschutzscheibe machen, sondern weil wir alle Verkehrsträger im Blick haben. Und, Herr Kollege Rentsch, dazu gehört auch das Zu-Fuß-Gehen und auch das Radfahren. Und dazu gehört auch die AG Nahmobilität. Und wer das immer noch diffamiert als Sachen, die nicht wichtig sind, der hat überhaupt nicht verstanden, was die Mobilitätsprobleme vor Ort in unseren Kommunen sind. Thank you.
Siebtens. Hessen ist ein fairer Partner der Kommunen. Und, meine Damen und Herren, es ist ja sehr interessant, dass nach der sehr lebhaften einjährigen Debatte, die wir über den kommunalen Finanzausgleich hier in diesem Land geführt haben, es dieses Jahr zum ersten Mal zum kommunalen Finanzausgleich keinen Haushaltsänderungsantrag der SPD gibt. Also scheint es ja doch etwas dran zu sein daran, dass die hessischen Kommunen mit Nein, es gibt keinen. Ihr hattet bis Die Kolleginnen und Kollegen der SPD hatten bislang immer beantragt, den Kommunen 300 Millionen € mehr zur Verfügung zu stellen. Diesen Haushaltsantrag gibt es dieses Jahr nicht. Das ist vielleicht ein kleiner Hinweis dafür, dass 4,4 Milliarden €, die wir den Kommunen dieses Jahr, die im nächsten Jahr zur Verfügung stellen, dass das doch ein ganz gutes Wort ist und eben nicht so ist, dass damit die Kommunen vernachlässigt werden. Mehr kann man sich immer wünschen, aber 4,4 Milliarden € ist auch schon einmal ein Wort, meine Damen und Herren. Achtens. Prävention und Sicherheit sind und bleiben hessische Markenzeichen. Das ist etwas, was CDU-Innenministern, aber auch früher SPD-Innenministern immer besonders wichtig waren, wo man Herrn Schaus und Herrn van Ooyen immer eine Freude macht, wenn man als Grüner auch über diese Themen redet. Aber ich will Sie einmal fragen, wollen Sie ernsthaft in Zeiten wie diesen nicht über die Sicherheit in unserem Land reden? Wollen Sie ernsthaft sagen, dass das nicht richtig ist, dass wir da verstärkte Anstrengungen machen, um auf die Frage der Menschen, die sie uns gestellt wird, eine Antwort zu geben? Was tut ihr für unsere Sicherheit? Sind wir sicher in unserem Land? Ich glaube, das können Sie doch nicht ernsthaft ernst meinen, meine Damen und Herren. Würden Sie sie anders beantworten, Herr Kollege Schaus? Ich diskutiere das gerne mit Ihnen. Ja. Das dachte ich mir, dass Ihnen jetzt spontan kein Argument einfällt. Das hatte ich mir, die Vermutung hatte ich. Zu Sicherheit gehört aber immer auch die Freiheit und die Austarierung zwischen Sicherheit und Freiheit. Und es gehört auch die Prävention dazu. Und auch in diesem Bereich engagieren wir uns mit den Extremismusprogrammen, mit dem Programm gegen Rechtsextremismus, aber auch mit der Kennzeichnungspflicht für die Polizei. Und lassen Sie mich auch da sagen, wir sind froh, dass eine 20-jährige Forderung jetzt tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU umgesetzt werden konnte. Neuntens. Kultur ist in Hessen bunt und vielfältig. Kultur ist Hochkultur. Wer will das bestreiten? Aber zur Kultur gehört eben auch die bessere Förderung der freien Theater und der soziokulturellen Zentren. Und auch deshalb wird im Landeshaushalt hier ein Schwerpunkt gesetzt und werden hier die Mittel erhöht. Wir fangen an, mit dem Kulturkoffer auch Kinder und Jugendliche besser an Kultur heranzuführen, in einer altersgerechten Form und mit einem eigenen Programmansatz. Wir organisieren auch die Filmförderung neu, weil wir hier in Hessen da einiges zu bieten haben und weil wir für die filmschaffenden Strukturen ermöglichen wollen, die tatsächlich ihrer Arbeit gerecht werden und mit denen sie auch mit dem mithalten können und mit dem mitspielen können, was es in anderen Bundesländern gibt. Kultur ist bunt und vielfältig in Hessen, und wir stärken das weiter mit diesem Landeshaushalt. Zehntens. Hessen bleibt wirtschaftsstark. Auch das ist mir gerade als Grüner eine besondere Freude. Weil was wurde nicht alles geschrieben und diskutiert, wie das so werden wird mit einem grünen Wirtschaftsminister? Was da alles passieren könnte und was es da alles für Sorgen gibt. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft in Hessen rumpt. Und all die Sorgen und all das, was da geschrieben wurde über einen grünen Wirtschaftsminister, es war alles falsch. Hessen ist und bleibt ein wirtschaftsstarkes Land. Und das hat auch mit der Arbeit dieses Wirtschaftsministers zu tun. Herr Rock, es mag Ihnen ja nicht gefallen, aber es gilt der ganz einfache Satz, dass CDU und Grünen gerade in der Wirtschaftspolitik verbindet, dass wir mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben wollen.
Und deshalb setzen wir bestehende Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen fort und optimieren sie. Aber wir stellen uns auch neuen Herausforderungen. Deshalb gibt es das Programm mit den Mikrokrediten, dass auch kleine Initiativen gefördert werden. Und deshalb kümmern wir uns um die Unterstützung der Kreativwirtschaft, weil wir wissen, Wirtschaftspolitik ist nicht Statisches, sondern Wirtschaftspolitik muss sich immer entwickeln und verändern. Und wir nehmen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick. Gerade wenn wir über das Thema Wanderarbeiter reden, es gibt die Beratungsstelle Faire Mobilität des DGB, die sich darum kümmert, dass es da vernünftige Arbeitsbedingungen gibt für die Menschen, die in unser Land kommen. Und auch das fördern wir. Und mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz setzen wir einen weiteren Punkt, zu sagen, es kommt nicht immer auf das billigste Angebot an, sondern auf das beste Angebot, was sich auch um die Beschäftigungsbedingungen kümmert und was sich auch um ökologische Standards kümmert, meine Damen und Herren. Und elftens, wir tun all das nicht nur im Hier und Jetzt, sondern wir tun das in Verantwortung für kommende Generationen. Wir finanzieren den Haushalt noch über Schulden, das ist richtig, aber wir haben einen klaren Abbaupfad, weil wir die Schuldenbremse einhalten wollen, weil wir nicht eine Politik machen wollen, in der wir im Hier und Jetzt viel ausgeben und sagen, die Zeche sollen dann kommende Generationen bezahlen. Generationengerechtigkeit ist auch ein Markenzeichen dieses Haushaltes. Meine Damen und Herren, das alles sind die Schwerpunkte der neuen Politik von CDU und GRÜNEN, die mit diesem zweiten Haushalt, den wir komplett verantworten, noch deutlicher wird. Man kann es einfach zusammenfassen. Hessen bleibt ein sicheres und wirtschaftsstarkes Land, und Hessen wird grüner und gerechter, meine Damen und Herren. Wir können uns der doppelten Herausforderung im Haushaltsjahr 2016 stellen, der doppelten Herausforderung unserer Verantwortung für die Flüchtlinge gerecht zu werden und gleichzeitig die Projekte aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Aber ich sage auch, und wir haben das im Aktionsplan ja auch schon beschrieben, es kann sein, dass wir im Laufe des Jahres 2016 einen Nachtragshaushalt brauchen werden, weil heute keiner sagen kann, wie sich die Herausforderung der Flüchtlingspolitik entwickelt, weil keiner sagen kann, ob die gute konjunkturelle Entwicklung, die uns all das ermöglicht, anhalten wird. Und dann kann es sein, dass wir im Laufe 2016 eine sehr ernsthafte Debatte darüber führen müssen, wie geht das weiter. Und dann werden wir an den Punkt von ganz schwierigen Entscheidungen kommen. Das sei hier auch schon einmal gesagt. Dann werden wir uns über die Fragen unterhalten müssen, wie wir diesen Aufgaben dann tatsächlich gerecht werden können. Und dann werden weder die ideologischen Antworten der FDP noch die ideologischen Antworten der LINKEN weiterhelfen, sondern werden wir weiter sehr konkrete Politik machen können. Denn, meine Damen und Herren, Gerade in schwierigen Zeiten braucht es keine ideologischen Debatten, sondern es braucht eine Regierungskoalition mit klarem Kompass. Diese Regierungskoalition hat einen klaren Kompass. Wir verbinden Verlässlichkeit und Sicherheit zusammen mit Perspektiven und Aufbruch. So wollen wir unser Land gestalten, damit wir weiter sagen, Hessen bleibt sicher und wirtschaftsstark, und Hessen wird grüner und gerechter, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, Kollege Wagner, ich will vielleicht zunächst auf Sie eingehen.
Sie haben ja mit sehr viel Werf Ihr standardrhetorisches Instrument verwendet. Das hat sogar Herr Schaus verstanden, dass Sie nämlich versuchen, jemand etwas zu unterstellen und gleichzeitig sozusagen die Gegenreaktion vorwegnehmen. Ich finde das sehr spannend, wie Sie das machen. Das machen Sie gut. Ich finde nur, dass die GRÜNEN, da merkt man noch die gute Stimmung vom Bundesparteitag, der anscheinend sehr viel Energie bei Ihnen freigesetzt hat. Sie sollten überlegen, ob Sie diese Energie sozusagen so in diesen Landtag einbringen. Sie haben sich ja jetzt mittlerweile als Sternchenpartei etabliert. Wir waren mal früher die Pünktchenpartei. Wir haben das abgeschafft. Die GRÜNEN wollen der FDP an dieser Stelle folgen und als Sternchenpartei in die Parteiengeschichte eingehen. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Aber wir nehmen das mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis, wie Sie das machen. Und Herr Kollege Wagner, da ich Sie schätze, werde ich das auch persönlich mit besonderer Aufmerksamkeit wahrnehmen, ob die Sternchenpartei auch den gleichen Weg geht wie damals die Pünktchenpartei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, ich glaube, dass die Situation, und deshalb will ich dem Ministerpräsidenten an der Stelle zustimmen, auch das, was Kollege Schäfer-Gümbel gesagt hat, und ich glaube, da gibt es auch Einigkeit, sehr ernst ist bei der Frage, welche Herausforderungen zurzeit der öffentlichen Hand und damit auch dem Parlament entgegenstehen. Es ist nicht nur die Flüchtlingssituation, zu der ich noch kommen werde, die unseren Staat, unsere öffentliche Hand, das Gemeinwesen, viele Hunderttausend ehrenamtliche Helfer, die an vielen Stellen das politisch-staatliche Versagen ausgleichen, zurzeit dieses Land über Wasser halten, meine Damen und Herren. Nein, es ist auch eine Situation, wo, und da hat der Landtagspräsident vorhin, finde ich, sehr gute Worte gefunden, die Feinde der Freiheit versuchen, unsere Demokratie und unsere Grundwerte zu bedrohen. Und diese Situation ist für alle Demokraten in allen Parteien parteiübergreifend eine Verpflichtung für Freiheit und Verantwortung, für Demokratie, für das, was die Generalkonsulin vorhin gesagt hat, für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit einzustehen, aber auch uns diesen Lebensweg, der von den Terroristen von uns quasi aufgezwungen werden soll, diesen Weg nicht zu gehen und uns nicht vom Terror einschüchtern zu lassen, so schwer das auch bei den Bildern von Paris ist. Wir haben als Demokraten auch eine Vorbildfunktion in der Frage, um den Menschen zu sagen, wir tun alles für die Sicherheit, das sage ich auch ausdrücklich dem Innenminister gegenüber, aber wir wollen auch als Demokraten für diese Freiheit streiten, und wir lassen uns nicht von diesen Terroristen in die Flucht schlagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dass diese Situation Herausforderungen auch für ein Land wie Hessen hat bei der Frage der Ausstattung für innere Sicherheit. Sie werden die E-Mails auch bekommen von besorgten Bürgern zum Thema Ausstattung der Polizei, Strukturen in der inneren Sicherheit, ist, glaube ich, völlig klar. Und ich glaube, wir müssen darauf Antworten finden. Und deshalb ist das, was die Landesregierung an dieser Stelle macht, nicht falsch. Im Gegenteil, ich halte es für richtig, dort auch ein Zeichen zu setzen, dass wir im Bereich der inneren Sicherheit Strukturen brauchen, die auf diese neue Herausforderung eingehen. Aber klar ist auch, meine Damen und Herren, dass es damit nicht erschöpft ist, diese Diskussion, und dass nur neue Stellen in der Frage nicht ausreichen. Die Situation von Paris, von Belgien hat uns gezeigt, dass wir auch anders mit den Menschen umgehen müssen, die anscheinend glauben, sie sind in dieser Gesellschaft nicht angekommen. Und deshalb sage ich für meine Fraktion, auch für Kollegen Greilich und andere, wir haben nicht ohne Grund als Freie Demokraten den Finger beim Thema Salafismus in die Wunde gelegt, weil die Frage, wo kommen diese Menschen eigentlich her, eine Ursache hat. Und es ist eben nicht nur die Frage, dass man genug Sicherheitsbehörden und Ausstattung auf der einen Seite sicherstellt, sondern dass man sich auf der anderen Seite auch darum kümmert, warum gehen diese Menschen in eine radikale, ich will es mal Religion nennen, oder in eine radikale Ansicht, warum sind sie bereit, ihr eigenes Leben zu opfern und andere Menschen mit in den Tod zu ziehen? Was können wir tun, um in diesem Bereich der Problematik Herr zu werden? Und ich glaube, dass es auch klug seitens der Regierung wäre, die Sorgen und Probleme, die wir zum Teil auch mit Anträgen aufgezeigt haben, auch ernst zu nehmen. Es wäre schön, dass, was die Opposition macht, würde seitens der Regierungsfraktion häufiger auch einmal berücksichtigt werden. Wenn es richtig ist, sollte das auch im Landtag gesagt werden können, meine Damen und Herren. Und deshalb bin ich ganz am Anfang beim Thema Stil, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, Herr Kollege Wagner will das auch gerade an die GRÜNEN richten, die ja sehr überzeugt, idealistisch in diese Regierung eingetreten sind, heute konfrontiert werden mit einer Reihe von Problemen, die der Regierungsalltag mit sich bringt. Ein Austritt aus der Fraktion. Frau Öztürk ist nicht mehr Mitglied ihrer Fraktion. Es gibt massive Diskussionen ja auch zwischen CDU und GRÜNEN in anderen Bereichen, auch wenn immer gesagt wird, es ist alles in Ordnung. Ich weiß, dass der Wetzlar-Kurier mit Sicherheit nicht bei den GRÜNEN zur Parteizeitung erklärt werden wird. All das sind ja Probleme, mit denen Sie sich real auseinandersetzen müssen. Aber
Ich will Ihnen offen sagen, dass ich schon auch gerade in Ihre Person und einige andere Kollegen der GRÜNEN, Kollege Al-Wazir, der ja früher auch sehr sage ich, weitgehende Forderungen hatte an Regierungsfraktionen, mir schon gewünscht hätte, das Thema Stil hätten Sie ernst genommen. Ich weiß nicht, was es ist, ob es die Hybris der guten Umfrageergebnisse der letzten Jahre war oder ob man sich einfach an das nicht mehr erinnert, was man in der Opposition gesagt hat. Ich finde es schon erstaunlich, wenn man von gutem Stil redet, dass es dann noch nicht einmal möglich ist, dass wenn die Kollegen der Sozialdemokratie einen Antrag zum Thema Blaulicht bei Rettungsfahrzeugen einbringen, dass diese Regierung und die fragende Fraktion noch nicht einmal die Größe hat, meine Damen und Herren, es auch der SPD sozusagen diesen Erfolg zu lassen. Mein Gott, ist das peinlich, dass man da einen eigenen Antrag hinterher schicken muss. Mein Gott, ist das peinlich. Und das gerade von einer Partei wie den GRÜNEN, die ja immer von gutem Stil redet. Ich glaube, wer davon redet, sollte es dann zum Schluss auch leben. Es ist nur ein Beispiel, meine Damen und Herren. Wir werden in dieser Woche noch zu anderen Beispielen kommen. Herr Ministerpräsident, ich will kurz auf Ihr Interview eingehen. Ich werde mich am Donnerstag intensiver damit beschäftigen. Aber bei der Frage und Aussage, die Opposition redet nur und macht nichts, ich habe da auf dem Tisch die Anträge liegen. Die Freien Demokraten haben im letzten Jahr im März zum ersten Mal, da waren wir die Ersten, einen Antrag zum Thema Flüchtlinge gestellt. Und da haben Sie das noch kein Thema, ist alles nicht wichtig. Wir haben Anträge gestellt zum Thema, es müsse einen Flüchtlingsgipfel geben. Dann haben Sie einen in Berlin gemacht, wir haben Hessen gemeint. Jetzt heißt der Flüchtlingsgipfel Asylkonvent. Meine Damen und Herren, ich muss ehrlich sagen, wenn wir Zeit für solche Spielchen haben, scheinen die Probleme im Land wirklich noch nicht groß genug zu sein. Also kann es denn wirklich sein, dass diese Regierung nicht die Größe hat, wenn auch wir mal was Richtiges sagen, dass man da mal die Größe hat zu sagen, dann machen wir das vielleicht gemeinsam, so wie das ja gerne auch von der Regierungsseite häufig eingefordert wird. Ich finde es ehrlich gesagt wenig nachvollziehbar, wenn man so altruistisch und teilweise idealistisch an die Arbeit gegangen ist, dass dann so wenig davon übrig bleibt, Herr Kollege Wagner. Da hatten wir von Ihnen uns wirklich mehr versprochen. Ich glaube, um in die Debatte zu kommen, was die Steuerzahler in Hessen besonders interessieren wird, wo geht das Geld hin, Herr Ministerpräsident? Sie haben gerade in Ihrer Rede von einem großen Kraftakt gesprochen. Und diesen Kraftakt, ja, den sehe ich auch bei den vielen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und den Menschen, die dafür gesorgt haben, den Unternehmern, diejenigen, die die Arbeitsplätze geschaffen haben, diejenigen, die sozusagen dafür Sorge tragen, dass wir in diesem Land Wachstum hatten in der letzten Zeit, dass diese vielen Menschen, Unternehmer, egal in welcher Funktion sie waren, Arbeitnehmer, es geschafft haben, dass wir in Hessen, meine Damen und Herren, Steuermehreinnahmen in Höhe von 1,4 Milliarden € haben. Das ist ein Riesenerfolg. Und ich glaube, das haben Sie sicherlich mit Kraftakt gemeint, weil es ist doch kein Kraftakt einer Regierung, das, was an Steuermehreinnahmen in den Haushalt kommt, auszugeben. Es ist ein Kraftakt von denen, die das erwirtschaftet haben, meine Damen und Herren. Das ist der Kraftakt. Und deshalb, ja, deshalb kann ich sagen, ja, Glück gehabt ist die Botschaft dieser Haushaltsberatung. Glück gehabt. Glück gehabt dadurch, dass Sie nicht durch Einsparung dieses Mehrergebnis erzeugt haben, Herr Kollege Boddenberg, sondern dass Sie Glück gehabt haben, dass die Wirtschaft in der letzten Zeit – und ich glaube, da haben wir auch noch gemeinsam einige Sachen dafür gemacht, Sie haben auch selbst Sachen dafür gemacht – dass die Wirtschaft und ihre Rahmenbedingungen so gut waren, dass es Menschen gab, die in Deutschland Wertschöpfung gebracht haben und letztendlich diese Steuermehreinnahmen erwirtschaftet haben, meine Damen und Herren. Wenn Sie glauben, Herr Boddenberg, und das glaube ich sofort, dass der Staat diese Wertschöpfung schafft, dann sind Sie falsch gewickelt. In der Marktwirtschaft sind es Private und nicht der Staat, der das macht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Sie da auch eine andere Überzeugung haben. Und deshalb, wer sich den Haushalt anschaut und wer sich die Struktur Hessens in diesem Bereich anschaut, stellt fest, 1,4 Milliarden € Mehreinnahmen sorgen dafür, dass man in einer wahrscheinlich der schwierigsten Lagen, die das Land jemals hatte, den Kopf über Wasser halten kann, dass wir diese massiven Herausforderungen schultern können. Aber ich sage auch, mal neben der Frage, ob das jetzt die Kosten nur für die Migration sind, wie Herr Gieseler vom Städtetag am Wochenende bei einer Veranstaltung der FDP sagte, wo noch nicht die Kosten der Integration eingerechnet sind. Das ist eine spannende Frage, was uns das noch insgesamt kosten wird, dass man doch nicht ernsthaft sich hier herstellen kann und am heutigen Tag bei einer Haushaltsdebatte, so schön die Harmonie in diesem Haus auch sein mag, den Eindruck vermittelt, wir können jedes Jahr mit dieser Masse von Steuermehreinnahmen rechnen, und es ist alles in Ordnung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist doch nur wirklich der falsche Ansatz, um das Land in die Zukunft zu steuern. Wenn das der Ansatz der Union ist, wenn das der Ansatz von Schwarz-Grün ist, meine Damen und Herren, dann hoffe ich, dass wir bald Landtagswahlen haben, weil das wird nicht zum Erfolg führen. Das kann ich Ihnen sagen. Und ich will Ihnen auch sagen, woran das liegt. Ich will Ihnen auch sagen, woran das liegt. Weil die Prognosen der Wirtschaftsinstitute nicht positiv sind,
sondern sie sind abwartend zurückhaltend. Weil das, was wir zurzeit erleben, weltwirtschaftlich für ein Exportland wie die Bundesrepublik, die mehr als 50% ihrer Waren und Dienstleistungen exportiert, massiv davon abhängig ist, was um uns in der Welt herum passiert. Ob das heute der Konflikt ist, den wir in der Türkei erlebt haben, mit einem Abschuss eines russischen Kampfjets, der natürlich Auswirkungen auf die Stabilität in Europa, in der Welt haben wird. Ob das die Krisenherde sind, über die wir schon im Rahmen der Flüchtlingsdebatte diskutiert haben, oder ob das die an Teilen wirklich noch schwierige Situation, da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Ministerpräsident, in Europa selbst ist, ob das Griechenland ist oder andere Länder, meine Damen und Herren, auf Wirtschaftswachstum sich auszuruhen, ist eine fatale politische Strategie, und die kann nicht zum Erfolg führen, wenn die Indikatoren so sind, wie sie sind, meine Damen und Herren. Und deshalb hätten wir von Ihnen erwartet, dass Sie zwei Sachen tun, dass dieser Haushalt ein klares Signal für die Frage gibt, dass wir weiterhin gute Rahmenbedingungen, Anreize in diesem Land setzen, dass Wirtschaftswachstum möglich ist, und dass auf der anderen Seite dieses Land Vorschläge macht, wie es strukturell seine, sage ich mal, Performance, um es mal neudeutsch zu sagen, seine Strukturen modernisiert und anpasst und das Thema Digitalisierung nicht nur am Land vorbeigeht, sondern dass wir ernsthaft gemeinsam überlegen, wie kann man Hessen modern und neu aufstellen und wie kann man sich, und das ist die zentrale Botschaft, Luft verschaffen für die Herausforderungen der nächsten Jahre. Was machen Sie? Was haben Sie dort gemacht, Frau Born? Ja, Sie gucken, und ich kann es Ihnen sagen, nichts haben Sie gemacht. Sie haben nichts gemacht. Sie geben in grünen Prestigeprojekten Geld aus. Das will ich absolut Ihnen zugestehen. Es ist okay, dass Sie den Ökolandwirtschaftsbereich peppeln. Es ist auch in Ordnung, dass Frau Ministerin Hinz ihren Kampf gegen Kali und Salz weiterführt und dass der Ministerpräsident es anscheinend immer noch nicht geschafft hat, sie an die Kette zu legen. Das ist alles völlig nachvollziehbar und in Ordnung. Aber, meine Damen und Herren, ja, Frau Hinz, ich sage ja, Sie sind politisch erfolgreich. Das will ich Ihnen doch gar nicht vorwerfen. Aber ich will Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dass, wenn es um Wirtschaft geht und um gute Rahmenbedingungen, andere Maßnahmen notwendig sind als das, was Sie hier teilweise vortragen. Das, was Sie hier vortragen, Herr Kollege Wagner, ist an vielen Stellen das Gegenteil. Was wir uns gewünscht hätten, wäre nicht nur, und Sie haben das gerade selber gelobt, ein neues Vergabegesetz gewesen, was in Hessen die Vergabe erschwert, was Investitionen erschwert, sondern was die Möglichkeit schafft, dass in Hessen investiert wird, meine Damen und Herren. Wir hätten uns gewünscht, dass Sie beim Thema Ladenöffnungsgesetz, auch wenn es nur ein ganz kleiner Bereich ist, die Größe gehabt hätten, anzuerkennen, dass das, was wir hier diskutieren und uns teilweise durch Verwaltungsgerichte an vielen Stellen erschwert wird, nämlich die Ladenöffnungszeit für 4 Sonntage, dass dieser Bereich modernisiert wird. Was machen Sie? Abgelehnt. Wir hätten uns gefreut, wenn Sie beim Thema Energiewende die Kritik auch der hessischen Unternehmer und der IHKs ernst genommen hätten, Herr Kollege Wagner, und nicht einfach nur mit dem Kopf durch die Wand diese Politik weiter fortsetzen würden und das Thema Kostensteigerung im Energiebereich an einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands und Europas ernst genommen würde. Was machen Sie? Nichts machen Sie. Augen zu und durch. Wir hätten uns gefreut, wenn der Finanzplatz für Sie nicht nur eine bloße Last wäre, nach dem Motto, wir wollen am liebsten nichts mit dem Finanzplatz zu tun haben, sondern wir hätten uns gefreut, wenn das Thema Finanztransaktionssteuer von Ihnen endlich abgeräumt worden wäre, auch als Signal, dass wir diesen Finanzplatz und seine Funktion volkswirtschaftlich in Deutschland brauchen. Der wichtigste Finanzplatz der Bundesrepublik und einer der wichtigsten Europas braucht andere Unterstützung als eine Diskussion zwischen CDU und Grünen über eine Finanztransaktionssteuer, meine Damen und Herren. Aber witzig, in welche Richtung Sie Ihre Politik treiben, meine Damen und Herren. Aber witzig. Wir hätten uns gefreut, wenn Sie bei der Frage Mindestlohn und Arbeitszeitdokumentation das, was zum Teil an Fehlentwicklungen auf Bundesebene entstanden ist, auch aus Hessen heraus stärker angegangen wären. Nein, es ist nichts passiert, weil anscheinend für Sie alles zufriedenstellend ist. Und wir hätten uns gefreut, meine Damen und Herren, wenn Sie in den verschiedenen Bereichen der Diskussionen um den Frankfurter Flughafen auch einmal ein Bekenntnis für diesen Frankfurter Flughafen abgeben würden. Anstattdessen ist es so, dass der wichtige Minister für Wirtschaft, Verkehr und Energie Termine in Berlin wahrnehmen muss und der Staatssekretär nicht in der Lage ist, einen Spaten in die Hand zu nehmen. Wenn das die Botschaft für einen der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Europas ist, meine Damen und Herren, dann gute Nacht Hessen, dann gute Nacht Deutschland. Ja, wir hätten uns auch gefreut, wenn der Wirtschaftsminister dieses Thema ernst nehmen würde. Wir haben eine Reihe von wirklich wichtigen Investitionsthemen. Die großen Investitionen der letzten Jahre werden nicht fortgesetzt. Das sehen wir natürlich mit Sorge.
Aber ich will nicht verhehlen, dass ich auch erkenne, dass der Wirtschafts- und Verkehrsminister wichtige Termine zu erfüllen hat. Er hat z.B. am 4. Dezember um 13.30 Uhr einen wichtigen Termin mit der Enthüllung des Tempo-30-Schildes im Werderer Weg in Marburg. Natürlich, meine Damen und Herren, das sind die wichtigen Termine dieser Landesregierung. Frau Dorn, ich bin mir sicher und weiß, dass Sie das gut finden. Aber das zeigt doch auf der anderen Seite, wo das Problem sitzt. Wenn so Wirtschaftspolitik unter solchen ideologischen Bedingungen gemacht wird, wenn die Enthüllung von Tempo-30-Schildern wichtiger ist, als das wichtigste Investitionsvorhaben des Landes mit dem Terminal 3 zu besuchen und einen Spaten in die Hand zu nehmen, dann gute Nacht, Wirtschaftsstandort Hessen, dann gute Nacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb bleibt es dabei, ja, wer den Haushalt und die Herausforderungen der Zukunft angehen möchte, der muss auf der einen Seite. Kollege Rentsch, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Wagner? Ja, natürlich. Herr Kollege Rentsch, Sie haben eben in einem Furor beschrieben, dass das Aufhängen von Verkehrsschildern offenkundig in Ihrer Wahrnehmung nicht zur Aufgabe des Wirtschafts- und Verkehrsministers gehört. Könnten Sie uns dann erzählen, was Sie mit den Radarwarnschildern in Ihrer Amtszeit getrieben haben? Sehr gut, Herr Kollege Wagner, dass Sie noch einmal daran erinnern, weil ich ja weiß, dass das damals zu einer großen Beliebtheit verschiedener Kollegen in der Landesregierung geführt hat. Und insofern ist es wichtig, auf die Situation noch einmal hinzuweisen, dass wir nach einem Gutachten der Universität Dresden uns dafür entschieden haben, zum Thema mehr Verkehrssicherheit hier aktiv zu werden. Aber ich glaube, da ging es nicht im Unterschied zu Ihnen um Gängelung der Bürger, sondern mehr Freiheit und Verantwortung für Bürger. Und das scheint auch die Gemarkung zu sein, wo wir uns definitiv unterscheiden. Herr Kollege Boddenberg, ich glaube, dass die Lage zu ernst ist. Man kann auch gerne mal einen Spaß machen in der Debatte. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wer sich die Leistung hier anschaut, kann jetzt nicht ernsthaft von guter Laune reden, sondern muss eigentlich, wenn Sie das ernst nehmen würden, auch als Fraktion, die diese Landesregierung tragen, zu dem Ergebnis kommen, Sie müssen als Fraktion doch noch richtig nachsteuern. Rahmenbedingungen für Wirtschaft, das habe ich erwähnt. Fehlanzeige, ganz im Gegenteil. Und dann kommen wir einmal zur Ausgabenseite. Bei der Ausgabenseite, wer sich diesen Haushalt anschaut, stellt fest, ja, Glück gehabt, über 1,4 Milliarden € mehr Steuereinnahmen. Und Sie haben Mehrausgaben im Bereich von 500 Millionen €, die festgelegt sind durch Personal, Länderfinanzausgleich etc. pp. Das heißt also, Sie haben insgesamt 900 Millionen € zur Verfügung gehabt. Und wer sich dann einmal die Zahlen anschaut, der stellt schon fest, dass das, was der Finanzminister hier vorlegt, und ich sage das noch einmal, wir unterstützen das, was Sie hier machen, weil wir glauben, dass es notwendig ist, um an vielen Stellen Schlimmeres zu verhindern, dass wir an dieser Frage, wie die Struktur des Haushalts verändert werden kann, schon mit Ihnen gerne streiten wollen. Und wenn Sie der Auffassung sind, Sie lösen das Haushaltsproblem, die Frage der Ausgaben in Hessen, darüber, dass Sie, Herr Wagner, Sie haben es vorhin selber gesagt, 10 Millionen € im Landesstraßenbau kürzen, anstatt die notwendigen ca. 40 Millionen €, die notwendig wären, um bei den Landesstraßen endlich auf den richtigen Weg zu kommen, zu investieren, der muss einfach sagen, das ist die falsche Politik für unser Land. Das ist die falsche Politik. Und sie ist deshalb falsch, weil wir ja seit Jahrzehnten das Problem haben, Herr Wagner, und lassen Sie uns darüber reden, wo das Problem herkommt. Für mich sitzt es gerade frontal vor mir, dass die Landesstraßen in Hessen erhöhten Investitionsbedarf haben. Und jetzt kann ich die Kollegen der Sozialdemokratie nicht verschonen. Die geringsten Investitionen in Hessen in die Straßen gab es in der Regierungszeit 91 bis 99. Und richtig ist auch, dass in dieser Zeit eine Masse an Schäden produziert worden ist, die danach gar nicht so einfach aufzufangen war. Wer mit Lothar Klemm redet, was ich in der Vergangenheit gelegentlich getan habe, der kann sich davon überzeugen, dass es bestimmt nicht die Idee der Sozialdemokratie war, weniger in Straßen zu stecken. Sie haben es leider mit sich machen lassen. Es war damals schon der ideologische Kampf der GRÜNEN gegen das Thema Straße. Und, Herr Kollege Wagner, Sie haben sich doch an keiner Stelle geändert in der Frage. Sie sind doch an allen Stellen so geblieben, wie Sie waren. Es gibt eine tiefe Ideologie gegen bestimmte Strukturen, und die bekämpfen Sie mit allem, was Sie haben. Und jetzt bekämpfen Sie sie mit der Macht der Verwaltung, die Sie sozusagen steuern. Wer für Straßen ist, ist bei den GRÜNEN falsch am Platz. Und deshalb sind die Botschaften, die Sie da nett verpacken, leider falsch. Sie investieren weniger, obwohl mehr Investitionen notwendig wären. Ich sage nur, ein falsches Signal für unser Land, meine Damen und Herren. Und deshalb darf man, wenn man sich den Haushalt anguckt, feststellen, nein, es wird insgesamt nicht mehr investiert,
sondern die Investitionen gehen zurück. Das halten wir für falsch. Wer sich die verschiedenen zentralen Bereiche eines Landes anschaut, wie Bildung, wie den Bereich der Infrastruktur, der muss einfach feststellen, da muss mehr kommen. Das haben Sie nicht gemacht. Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten sich die Luft verschafft, für diese wichtigen zentralen Politikbereiche auch mehr Investitionsmittel zu organisieren. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und warum ist das der Fall? Weil Sie, und Herr Ministerpräsident, Herr Finanzminister, ich will schon konkret noch darauf eingehen, leider nicht den Mut haben, die Kraft haben, ich weiß, verhindern das auch die Grünen, ich kann es nicht sagen, das Thema Umbau der Strukturen des Landes Hessen weiter voranzutreiben. Ja, wir haben als Freie Demokraten gemeinsam mit den Kollegen der Union, der damalige Finanzminister ist der gleiche wie heute, den ich auch schätze, das wird ja heute gern gesagt, also das steht nicht zwischen uns, aber bei der Frage, warum das nicht fortgesetzt wird, das möchte ich schon hier hinterlegen. Ich gebe zu, es waren kleine Mosaiksteine beim Thema Gerichte, was Kollege Hahn gemacht hat, Strukturen im Bereich der Justiz, aber genauso in meinem damaligen Bereich, im Bereich der Landesstraßenverkehrsverwaltung, Strukturen anzupassen, moderner zu machen, zu verbessern. Und ich will auch nicht verhehlen, dass der Dank nicht nur der Abgeordneten, damals auch von direkt gewählten Abgeordneten, Teilen der Union, wie auch der Öffentlichkeit, nicht nur groß war. Weil wenn man z.B. über einen Gerichtsstandort vor Ort nachdenkt und der nicht mehr vorhanden ist, natürlich der Applaus relativ gering ist. Dass es aber gerade diese Maßnahmen sind, die nachhaltigen Maßnahmen sind, die dafür Sorge tragen, dass ein Haushalt langfristig wir sozusagen in den Griff bekommen, dass er langfristig irgendwann sich einigermaßen trägt, das müsste doch jedem klar sein. Und deshalb stelle ich die Frage auch an Sie, Herr Schäfer, warum wird denn dieses Programm und dieses Projekt nicht fortgesetzt? Der Einzige, der noch in seinen Strukturbereichen etwas macht, sind Sie, alle anderen Minister Fehlanzeige. Ich will nicht wieder das Beispiel der Umweltministerin erwähnen mit dem Landesamt für Umweltgeologie, dem Klimaschutzzentrum und anderen. Aber natürlich gehört doch so etwas in Zeiten wie diesen mit der Botschaft, wir wollen gemeinsam die Schuldenbremse einhalten, auf den Prüfstand. Stattdessen nichts, gar nichts. Es gibt keine Aktivitäten in diesem Bereich. Und, meine Damen und Herren, dass das von uns nicht gelobt werden kann, das können Sie, glaube ich, verstehen. Das kann eine Partei wie die Freien Demokraten definitiv nicht unterstützen. Was wir bräuchten, wäre eigentlich, Kollege Hahn und ich haben das in der Pressekonferenz gesagt, eine Enquetekommission Staatsmodernisierung, um uns gemeinsam über die Frage zu unterhalten, wie sieht denn eigentlich der Staat in 20 Jahren aus? Welche Aufgaben hat er zu erfüllen? Was kann z.B. durch Digitalisierung verändert werden? Es gibt ja eine Reihe von auch Delegationsreisen nach Estland, eines, glaube ich, der meistbereisten Länder zurzeit hier im europäischen Sektor, wo man sich angucken kann, wie sozusagen kleine Länder es schaffen, eine sehr moderne Verwaltung, die auch einigermaßen bürgernah oder einigermaßen streife, sehr bürgernah arbeitet und sehr effizient arbeitet, wie diese zu organisieren ist. Was kann man durch Digitalisierung letztendlich ermöglichen? Ist es die Aufgabe des Landes Hessen, noch in jedem Ort, in jedem Bereich Strukturen für Verwaltung mit den Kommunen vorzuhalten, oder können wir das nicht anderweitig lösen? Und deshalb, das wäre eigentlich die Aufgabe, das Land fit zu machen für die Zukunft, ein Zukunftsprojekt aus dem Land Hessen zu machen. Nichts passiert, meine Damen und Herren, und diese Reformmüdigkeit, die wir an vielen Stellen erleben, setzt sich auch dort fort. Das ist leider für das Land schlecht, und wir werden irgendwann die Zeche für diese verfehlte Politik bezahlen. Meine Damen und Herren, wir bedauern das. Wir hätten uns dort mehr Aktivitäten gewünscht. Und deshalb geht es schon auch um die Frage, wie sieht eine effiziente Landesverwaltung aus? Wie sieht das insgesamt Bundesgebilde aus in 20 Jahren? Ist es so, dass wir weiter Kompetenzen an die Europäische Union abgeben? Und wollen wir dann in Deutschland alles so lassen, wie es ist? 16 Länder, in Hessen das Land mit seiner Verwaltung, 26 Kreise, kreisfreie Städte, 3 Regierungspräsidien und 426 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit ihrer Verwaltung? Oder ist es nicht auch eine Aufgabe für uns, diese Strukturen gemeinsam mit den Bürgern neu zu fassen, effizienter zu fassen, bürgernaher zu fassen? Ich glaube, zum Schluss wäre eine Reform in diesem Bereich kein Nachteil, sondern ein Vorteil für die Menschen, weil wir vieles bürgernah organisieren könnten, was heute an vielen Stellen nur teilweise gut funktioniert. Was wird gemacht? Ein Vorschlag, den wir mit Herrn Landrat Wilkes, ja immerhin noch CDU-Mitglied, gemacht haben, Kommunalstrukturen effizienter zu fassen. Dieser Gesetzesvorschlag wieder keine Unterstützung seitens der Koalition. Warum ist das so? Ich glaube zunächst einmal, dass unser Vorschlag sinnvoll ist. Herr Landrat Wilkes hat da viel Erfahrung, viel Kompetenz eingebracht.
Und, Herr Kollege Boddenberg, ich weiß gar nicht, ob es so richtig ist, sich über Herrn Wilkes lustig zu machen, weil das ein sehr erfolgreicher Landrat ist, der vielleicht teilweise mit sehr innovativen Vorstellungen und Reformvorstellungen Ihnen ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Aber daran sehe ich jetzt nichts Falsches, wenn man dort mit inhaltlichen Vorschlägen auch einer Landtagsfraktion auf die Nerven geht. Herr Wilkes war ein, das ist korrekt, ein erfolgreicher Landrat. Und ich habe ihn ja auch teilweise als Unionskollegen erlebt. Da ist er von der Landesregierung noch unterstützt worden. Ich weiß nicht, wo der Bruch herkommt. Ist auch nicht meine Aufgabe, das zu untersuchen. Ich kann nur feststellen, Herr Boddenberg, der Vorschlag, den Herr Wilkes mit uns gemeinsam gemacht hat, macht Sinn. Eine Lösung zu finden, kommunale Strukturen effizienter zu gestalten, gerade bei der Frage Kreiszusammenlegung. Wir haben klar gesagt, wir glauben, das macht nur Sinn, wenn Bürger das wollen, aber auch Bürger zum Schluss erkennen, dass die finanziellen Vorteile eines solchen Zusammenschlusses auch erst einmal bei den Bürgern bleiben. Wenn ich dann höre aus Ihren Reihen, dass ein solcher Vorschlag zwar vor der Kommunalwahl nicht umgesetzt wird, aber wahrscheinlich nach der Kommunalwahl wieder ein eigener Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen kommt, meine Damen und Herren, sage ich wieder, gute Nacht, hessisches Parlament. Wenn das das Niveau ist, auf dem wir arbeiten, ist das ehrlich ein Trauerspiel. Fragt das wirklich einmal. Sie haben ja gleich die Gelegenheit zu sagen, ob Sie dazu etwas einbringen werden oder nicht. Wenn nicht, können wir ja gemeinsam darüber reden. Wir machen auch gerne einen gemeinsamen Antrag daraus, wenn es wieder bei der SPD-Variante bleibt, also nach dem Motto, ein anderer bringt einen Vorschlag ein und wir setzen oben unser Logo drauf, dann glaube ich, ist es nicht der Stil, wie ein Parlament bei solchen wichtigen Punkten zusammenarbeiten sollte. Da erwarten wir von Ihnen einfach etwas anderes. Und wir würden uns wünschen, wir würden auch dort zu Ergebnissen kommen. Die Ausgabenseite hat viele Bereiche. Und ich will auf einen zentralen Punkt eingehen, der die Klammer für diesen ganzen Bereich bildet. Das ist die Schuldenbremse. Die hessischen Bürgerinnen und Bürger haben sich mit über 70% dafür entschieden, dass es in Hessen eine Schuldenbremse gibt, und haben uns einen Auftrag damit erteilt, dass es ab dem Jahr 2020 in Hessen keine Aufnahme von neuen Schulden gibt. Und jetzt bin ich hellhörig geworden, Herr Kollege Wagner, als Sie über dieses Projekt gesprochen haben, was für mich bindend ist, weil die Bürger es entschieden haben. Ich bin deshalb hellhörig geworden, weil ich weiß, wir haben ja gemeinsam damals über den genauen Passus verhandelt. Wir haben auch über die Ausnahmen verhandelt. Und wenn ich Sie so höre, habe ich das Gefühl, dass Sie schon genau darüber nachdenken, welche Ausnahme Sie ziehen, um möglicherweise die Schuldenbremse nicht mehr einzuhalten. Und das ist ein fatales Signal, weil das, was die Menschen von uns erwarten, ist, dass wir natürlich trotz großen Herausforderungen alles daran setzen, um diese Schuldenbremse einzuhalten und nicht jetzt schon im Jahre 2015 eine Diskussion darüber zu führen, anscheinend präventiv, nach dem Motto, das kann kommen, da muss sich niemand wundern, jetzt die Schuldenbremse schon aufzugeben. Das ist das schlechteste Signal, was wir den Bürgerinnen und Bürgern senden können, dass Ihr Wille nicht mehr ernst genommen wird, meine Damen und Herren. Das schlechteste Signal, was ein Landtag hier an dieser Stelle senden kann. Und deshalb ist die Position der Freien Demokraten hier klar und eindeutig, und sie ist auch nicht ideologisch. Wir nehmen diesen Auftrag ernst. Wir streiten gerne mit Ihnen über jeden Punkt, wo das Land Geld einsparen kann und muss, um diese Frage ernst zu nehmen, die Schuldenbremse einzuhalten. Wir streiten gerne mit Ihnen und diskutieren gerne mit Ihnen über jeden Punkt, wo wir der Auffassung sind, man kann über effiziente, moderne Strukturen unseres Landes auch Geld nachhaltig einsparen. Aber wir lassen nicht mit uns ernsthaft über die Frage diskutieren, ob in diesem Land ab 2020 die Schuldenbremse gilt oder nicht gilt, meine Damen und Herren. Da erwarten wir von Ihnen eine andere Einstellung zu diesem Thema, eine andere, ernsthaftere Einstellung. Deshalb will ich neben der Frage Schuldenbremse schon feststellen, Politik ist eine Frage der Haltung. Wie sieht man das Land? Welche Aufgabe sieht man im Verhältnis Staat und Bürger? Und ich will nicht verhehlen, dass ich schon finde, der Ministerpräsident hat es ein bisschen anders dargestellt, dass die Grünen dort nicht unerfolgreich sind. Ja. Die Grünen haben bei verschiedenen Themen, ob das das Vergabegesetz ist, ob der Bereich der Einsparungen in der Infrastruktur, ob das das Thema Terminal 3 mit der Verzögerungstaktik war, ob das die Energiewende ist, schon ihre Marken in diesem Haushalt gesetzt. Sie haben Ihre Marken auch in der Landespolitik gesetzt. Sie haben es geschafft, mit Ihrer Haltung den Menschen wenig zu vertrauen, z.B. viele Jägerinnen und Jäger in Hessen vor den Kopf zu stoßen. Weil das, was die Jägerinnen und Jäger für uns machen, nämlich auch ein Stück Bürgerengagement war und ist. Jetzt reden wir einmal über die Frage, dass ja die Union lange vorhatte, eine Volksabstimmung über die Frage Einführung des Ehrenamts in der Hessischen Verfassung durchzuführen.
Es ist ja nicht unbekannt, dass diese Pläne seitens der Union bestanden. Glauben Sie allen Ernstes, dass eine solche Werbekampagne für das Ehrenamt, Leute zu demotivieren, die jeden Tag ihr Ehrenamt im Bereich der Jagd ausüben, dass das die richtige Werbekampagne ist? Oder ist das nicht ein Desavouieren und vor den Kopf stoßen, was Sie dort machen, meine Damen und Herren? Ist es nicht genau das? Und deshalb, ja, Politik ist eine Frage der Haltung. Sie erleben ja, dass viele Jägerinnen und Jäger entsetzt sind, nicht nur über den stillosen Versuch der Umweltministerin, das nicht durch ein Gesetz zu machen, wie es notwendig wäre, wenn man elementare Fragen an dieser Stelle klären möchte, sondern durch die Hintertür mit einer Verordnung, weil man nicht die Traute hatte, sich dem Parlament in dieser Frage zu stellen, hat ja die Anhörung auch eindeutig gezeigt, Frau Kollegin, hat auch die Anhörung eindeutig gezeigt, ja, da müssen Sie sich nicht wehren. Die Anhörung hat es eindeutig gezeigt, dass Ihre Verordnung Unsinn ist. Sie ist es rechtlich, weil Sie Sachen regeln wollen, die dem Parlament vorbehalten sind, und sie ist es inhaltlich, weil Sie damit völlig übers Ziel hinausschießen, meine Damen und Herren. Da kriegen wir ja auch genug. Kriegen wir ja auch, Kollege Arnold weiß das, da kriegen wir auch genug Zustimmung aus der Union. Und an dieser Stelle hat die CDU mal recht. Diese Verordnung ist Unsinn, und sie wird aus meiner Sicht, wenn sie kommt, so nicht das Licht der Welt erblicken, weil wir alle rechtlichen Möglichkeiten als Freie Demokraten nutzen werden, diese Verordnung in Hessen zu verhindern. Die Sozialdemokraten übrigens auch. Das freut mich. Und insofern gibt es da Einigkeit in der Opposition. Aber, Herr Kollege Arnold, ich will ein zweites Beispiel aufmachen, wo wir schon die nächste Diskussion sehen. Ihr Kollege Wiegel hat sich vorhin, ich weiß nicht, ob schweren Herzens oder nicht, ein bisschen in der Debatte mit dem Kollegen Rock zum Thema Windenergie auseinandergesetzt. Und ich will gar nicht, ich habe es dort liegen, die ganzen Zitate vorlesen, die mittlerweile CDU-Kollegen vor Ort zum Thema Windkraft sagen, machen wir wann anders, ist heute nicht das Thema. Sie haben schon ein bisschen die Situation, dass Ihre Basis nicht immer alles so sieht wie die Führung. Ich gebe auch zu, ordentlich organisierter kleiner Parteitag. Ich muss aber sagen, dass für das, was der Kollege Spahn heute sagt, scheint mir ein bisschen ein anderer Duktus in der Union zu sein und auch die junge Union. Machen wir aber alles Donnerstag. Aber Kollege Wiegel hat so ein bisschen mit Kollegen Rock über das Thema Landwirtschaft gefachsimpelt, so will ich es mal ausdrücken. Kollege Lenders war auch dabei. Und ich höre aus dem Landwirtschaftsbereich, dass da der nächste Schlag droht. Ist das so? Ich stelle mal diese Frage, dass beim Thema Düngemittelverordnung und anderen Bereichen die nächste Initiative der Grünen kommt, um Hessen grüner zu machen, um sozusagen den Landwirtschaftsbereich und allen Bauern das Leben jeden Tag zu erschweren? Oder ist das eine frei erfundene Geschichte, wo ich mir keine Sorgen machen muss? Ich glaube, ich muss mir Sorgen machen. Wer das Handeln der Grünen sieht, muss einfach feststellen, ja, die Grünen setzen sich an vielen entscheidenden Stellen durch. Und, meine Damen und Herren, dass wir damit nicht glücklich sind, das können Sie sich vorstellen. Aber auch viele CDU-Wähler, habe ich das Gefühl, sind an dieser Stelle alles andere als begeistert. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, seien Sie uns nicht böse. Wir haben ein Auge darauf, was in Hessen passiert, gerade was das Thema bürgerliche Politik angeht. Und seien Sie uns nicht böse, dass wir heute noch das Gleiche vertreten, was wir mal mit der Union gemeinsam vertreten haben. Das ist, glaube ich, in der Politik nicht unsinnvoll, dass man in dieser Frage geradlinig ist. Ich weiß, ja, ich will das nicht bestreiten. Ich will das nicht bestreiten, dass ich über, meine Damen und Herren, ich will das nicht bestreiten, dass Sie, nein, jetzt keine Fragen mehr, Kollege Wagner, Sie haben ja gleich noch Gelegenheit. Ich will nicht bestreiten, Herr Kollege Boddenberg, dass ich über die Flexibilität des Ministerpräsidenten und Ihre Flexibilität an vielen Stellen sehr überrascht bin, weil ich ja noch Ihren O-Ton aus den Koalitionsrunden im Ohr habe und manchmal denke, wow, wie schnell und wendig kann man sein. Aber ich muss sagen, ich respektiere das. Das ist Professionalität. Ich würde sagen, früher hätte man in anderen Bereichen gesagt, das ist Umfallen. Aber ich akzeptiere das, dass die Schwarzen gemeinsam mit den Grünen hier einen neuen Weg gehen, meine Damen und Herren. Das beobachten wir mit großer Aufmerksamkeit. Und deshalb. Und deshalb, Herr Kollege Boddenberg, glaube ich, das, was wir, ja, Herr Ministerpräsident, man kann nicht regieren und auch erwarten, dass alle Leute klatschen, wenn man das Gegenteil von dem erzählt, was man früher erzählt hat. Wissen Sie, ja, das ist ja klar. Aber wissen Sie, ich kann mir vorstellen, was passiert wäre, wenn diese Flüchtlingspolitik, die zurzeit in Deutschland passiert, von einem sozialdemokratischen Kanzler und einem grünen Koalitionspartner gemacht worden wäre, was die deutsche CDU in Deutschland gemacht hätte, meine Damen und Herren. Daran kann ich mich, das kann ich mir gut vorstellen. Also insofern, seien Sie mal sicher,
es gibt noch genug Themen, über die wir in den nächsten 3 Jahren gemeinsam streiten können. Und es wird auch noch andere Diskussionen geben, nicht nur den Austritt von Frau Öztürk aus der GRÜNEN-Fraktion. Es wird noch viele Diskussionen geben in den nächsten 3 Jahren. Und seien Sie gewiss, wir Freien Demokraten stehen mit Sicherheit bei der Frage, wenn es um die Interessen des Landes geht, als seriöser Gesprächspartner dabei. Aber dass wir teilweise den Unsinn, den Sie hier vorlegen, nicht unterstützen, dafür werden Sie auch Verständnis haben. Insofern bleiben wir uns gewogen, Herr Kollege Wagner. Aber seien Sie nicht böse, wenn wir das nicht unterstützen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat Kollege Wagner das Wort. Herr Kollege Rentsch, Sie haben ja die Kontinuität in der Politik angesprochen und die Prinzipienfestigkeit der Freien Demokraten in Hessen in der Politik. Da wollte ich Ihnen Gelegenheit geben, diese Kontinuität in der Politik der FDP, dass Sie das noch einmal erläutern beim Thema Energiewende. Das würde mich jetzt doch noch einmal interessieren, Herr Kollege Rentsch. Sie haben den hessischen Energiekonsens unterschrieben. Alle grundlegenden Beschlüsse zur Umsetzung der Energiewende und zum 2-%-Ziel bei der Windkraft tragen Ihre Unterschrift als Minister, Herr Kollege Rentsch. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, wo ist denn da jetzt eigentlich die Kontinuität der FDP geblieben? Ist sie noch da? Dann müssten Sie das erläutern. Das erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Oder waren Sie einmal mehr das Fähnlein im Wind? Kollege Rentsch zur Erwiderung. Also, Herr Kollege Wagner, zunächst einmal bedanke ich mich dafür für die Möglichkeit, das noch einmal klarzustellen. Es ist auch, glaube ich, wichtig, dass dieses Parlament, Sie sind ja Bildungspolitiker, es ist ja kein Frontalunterricht, den wir machen, aber dass dieses Parlament auch einen Beitrag dazu leistet, dass man klüger wird. Jetzt stelle ich fest, dass Sie mir in der letzten Zeit, glaube ich, nicht zugehört haben. Jetzt muss ich an dieser Stelle, um es zu erklären, wieder den Kollegen Beuth mit reinreißen, was ich ungern mache. Aber ja, Herr Kollege Wagner, es ist wahr. Wir haben einen Landesentwicklungsplan vorgelegt, der eine bestimmte Struktur vorsah, auf den Sie sich heute immer berufen. Ich habe schon im Wahlkampf, und wir haben das einmal herausgesucht und für uns dokumentiert, und wir haben auch eine Reihe von Mails der GRÜNEN, die das bestätigen aus der Zeit der Wahl, wo sie uns kritisiert haben, wir würden als FDP von der Fahne gehen. Und es stimmt, wir sind bei dem Thema von der Fahne gegangen, weil wir schon im Wahlkampf gemerkt haben, nicht ich alleine, auch Kollege Beuth und andere, dass das, was wir dort machen, an vielen Stellen nicht klappen wird. Es wird mit der Realität nicht passen. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen diese Ziele korrigieren. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass auch Politik in der Lage ist, zu erkennen, wenn sie etwas macht, was dann zum Schluss nicht funktioniert, dass es dort eine Korrektur gibt. Jetzt stelle ich fest, dass wir dabei geblieben sind, dass es diese Korrektur geben muss, Sie und Ihre Fraktionen nicht dabei geblieben sind. Das ist völlig legitim. Bei den GRÜNEN wussten wir es. Bei der Union habe ich es nicht von Anfang an gesehen, dass Sie die größten Befürworter für Windkraft sind. Insofern müssen Sie das entschuldigen, dass ich diesen Weg, diese Veränderungen der Positionierung der Union nicht von Anfang an gesehen habe. Ich kann aber sagen, ich glaube, jeder lernt dazu. Aber die Frage ist zum Schluss, aus welchem Grund lernt er dazu? Und insofern kann ich bei uns sagen, bei uns war es die Einsicht in die Vernunft, und bei anderen war es das nicht. Insofern, glaube ich, gibt es schon einen zentralen Unterschied.